ich will euch erstmal kurz in die Lage der Nation einführen. Und zwar, also für die, die das letzte Mal nicht dabei gewesen sind, wir sind die Deutschen und unsere Hauptstadt ist Trier. Hier haben wir sie gegründet. Die zweite Gründung, wenn ich mich recht entsinne, war Bremen, genau. Und danach kam Hamburg. Und wir haben als erstes die Ägypter hier getroffen, mit die relativ militärisch stark sind, die auch einigermaßen freundlich uns zuerst gegenüberstanden, aber dann immer aggressiver wurden mit der Zeit, bis dann sie penetranterweise hier Bremen blockieren mit 3 Einheiten. Ich muss sagen, so eine Handhabe, das habe ich aber auch, das ist irgendwie schon cool, dass die KI das so macht. Das geht natürlich nur bei Civ 1 aufgrund bestimmter Regeln, aber es ist irgendwie sehr eindrucksvoll. Naja, Ägypten hat dann auch noch Alexandria gebaut, zuletzt, um uns hier noch weiter zu provozieren. Sie haben aber immer den Frieden noch gewahrt. Sie haben uns zuletzt auch sogar, glaube ich, versucht zu erpressen, aber wir sind darauf nicht eingegangen und sie sind trotzdem im Frieden geblieben. Das ist ganz interessant. So, dann haben wir hier die Amerikaner getroffen. Die hatten hier ihre Stadt und es gab ein paar spannende Scharmützel. Am Ende war es auch ein bisschen dramatisch. Sie haben uns nämlich auch immer zu erpresst. Wir sind hart geblieben und haben dann tatsächlich es geschafft, mit diesem einen legendären Streitwagen die Hauptstadt der Amerikaner zu erobern. Und das, obwohl dort 2 befestigte Phalanxen drin waren. In einem Angriff ist das auch noch gelungen. Leider wurde kurz vorher unsere Stadt, die wir hier gegründet hatten, Lübeck, wiederum durch einen Siedler der Amerikaner besetzt und zerstört. Wie auch immer, es gab ein Happy End. Die Amerikaner sind nicht mehr da. Oh, das klingt jetzt irgendwie politisch unkorrekt, wie auch immer. Und das ist der Stand der Dinge eigentlich. Und jetzt skizziere ich kurz nochmal die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und da würde ich sagen, machen wir mal eine Abstimmung, weil davon hängt viel ab. Also als erstes meines Erachtens gibt es die Möglichkeit, dass wir, solange es geht, hier einfach den Frieden wahren, die Ägypter hier nicht weiter reinlassen, indem wir hier was blockieren und dann den Frieden ausnutzen, um uns hier stark zu machen. Ich habe nämlich gesehen, also mein Plan ist, dass wir nicht hier an gleicher Stelle wieder eine Stadt gründen, sondern dass wir es anders machen. Wir können nämlich in diesem Gebiet, das jetzt hier noch offen ist, können wir 3 Städte gründen. Und zwar meines Erachtens eine Stadt hier. Dann ist das zwar draußen aus dem Bereich, hier das Wild, aber wir können das neue Lübeck können wir hier gründen, dann ist das wieder mit drin. Und wir können dann hier hinten noch eine Stadt gründen, die wäre auch exakt aus der Range von dieser Stadt. Und das passt auch mit Trier hin. Oder hier würde ich die Stadt gründen. Das wäre dann eine richtige Produktionsstadt. Also das wäre die beste Ausnutzung dieses Gebietes. Gut, das können wir ja sowieso machen, aber ich wollte nur sagen, Frieden ist ja eine Möglichkeit und Konzentration auf Ausbau und Gewinn von wirtschaftlicher Stärke, Bau von Schiffen zur Erkundung der anderen Welt, das gehört natürlich noch hinzu. Die Alternative, die nächste Möglichkeit oder die zweite Möglichkeit ist es jetzt, mit dem Streitwagen rüberzufahren nach Bremen, noch einen zweiten Streitwagen zu bauen und dann den Krieg zu erklären und hier quasi in einem Überraschungsschlag versuchen, diese 3 Einheiten zu vernichten und dann systematisch gegen Alexandria vorzurücken und dann gegen Theben, um die Ägypter in die Knie zu zwingen. Das würde natürlich eine andere, ich sag mal, ja, eine andere Produktion bedeuten, eine komplett andere Ausrichtung. Das ist jetzt so eine Grundsatzentscheidung, die man treffen müsste. So. Dann gucken wir mal, was der Chat im Moment so schreibt. Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir machen dazu nämlich mal eine Abstimmung. Ich spiele auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe. Achso, vielleicht gucken wir uns noch ein paar Statistiken an, um nochmal das Bild abzurunden. Und zwar vielleicht die internationalen, die sind am interessantesten. Also, Weltwunder. Halt, warte mal, wir machen das anders. Wir sehen, 3 Weltwunder wurden schon gebaut, 2 von den Russen, 1 von den Mongolen. Dazu muss man sagen, ein anderes Volk ist auch noch rausgeflogen. Also es gibt nur noch 5 Völker. Die gibt der Stein auch nicht so stark zu sein. Dann die 5 größten Städte der Welt sind Moskau, Samarkand, Kiew, dann kommen wir und Zimbabwe von den Zulu. Ah ja, okay, wir wissen also, die Zulu sind noch drin. Das ist eine neue Information. Das heißt, wir wissen, die Russen, die Mongolen, die Ägypter,
die Zulu und wir. Okay, damit ist klar, wer noch drin ist. Ja, und wir sehen, dass wir, naja, also Russland ist ziemlich eindeutig im Moment, glaube ich, die stärkste Nation, so wie mir scheint. So, was können wir uns hier noch angucken? Die Weltzivilisationspunkte macht spielt keine Rolle. Die demografischen Daten sind noch ganz interessant. Zufriedenheit 3, Bevölkerung 3, Produktion sind wir schlecht. Wir sind bei der Forschung scheinbar sehr gut. Oh, das hätte ich gar nicht erwartet. Forschung ist tatsächlich eine Stärke von uns. Und der Rest ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so entscheidend. Aber nee, was ist denn das? Produktivität sind wir 2 ganz unten. Was ist denn der Unterschied zwischen Bruttosozialprodukt und Produktivität? Wahrscheinlich das Verhältnis von Bevölkerung zu Produktivität. Vielleicht ist es so richtig. Okay, also ich würde mal sagen, wir sind nicht abgehängt, sondern wir sind ganz anständig dabei. So würde ich das beschreiben. Krankenstand aufführend. Ja, ja, das spielt in dieser Zeit jetzt keine Rolle. Ach so, Bruttosozialprodukt ist Handel. Ah, okay. Ja, Geld, Geld, Geld. Geld ist nicht unsere große Stärke. Das stimmt. Also ich glaube, Produktivität sind Schilde und Bruttosozialprodukt ist Handel. Das macht Sinn, ja. Okay, gut. So, ihr Lieben, dann starte ich das mal. Ich werde jetzt gleich eine Abstimmung machen. Die findet ihr, wenn ihr am PC seid, über dem Chat. Ansonsten irgendwo. Es geht auch auf mobilen Geräten, aber fragt mich nicht wie. So, also, wie weiter lautet die Frage? Und die Antworten lauten Frieden oder Krieg. Müsst ihr es eigentlich andersrum formulieren? Krieg besser. Nein, ich will keine Bits pro Abstimmung. So, wir beginnen das. Eine Minute läuft die Abstimmung. Ihr müsstet jetzt abstimmen können. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, ich glaube, ihr seht das. Ihr braucht es nicht in den Chat zu schreiben. Ihr sollt abstimmen. Chat reinschreiben wird jetzt nicht berücksichtigt. Abstimmen. Über dem Chat ist... So, noch eine halbe Minute. Viele Pazifisten hier. Ja, rüsten tun wir natürlich auch ein bisschen im Frieden. Ich warte. Sieht nach Frieden aus. Seht ihr schon die Ergebnisse? Wartet mal. Oh, wow. Das hat mich jetzt allerdings überrascht. Tatsächlich 63% für Frieden. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Normalerweise ist der Chat immer so kriegerisch. Na gut, dann ist es wie es ist. Dann machen wir das so. Dann werde ich jetzt hier bei mir... Halt. Wartet. Auf Vollbild gehen und dann geht es gleich richtig los. Nee, ich kann auch nicht. Boah, Leute. Das ist echt schwierig mit diesem DOSBox-Programm im Stream. Weil sich die ganze Auflösung komplett verschiebt. Aber wir kriegen das hin. So. Jetzt stimmt alles, glaube ich. Der Chat ist auch nicht mehr das, was es mal war. Okay. Stop the vote. Recount. So, jetzt geht's los. Was ist denn Mäusekino? Was mir aber gerade auffällt, warte mal, war das vorher größer, das Bild? Kann ich das noch? Ach so. Ah, wartet mal kurz. Das fällt mir jetzt erst auf. Er verändert das auch. Ah. Okay, Leute, das sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass wenn ich auf Vollbild gehe, das Bild für euch kleiner wird. Das war beim letzten Mal, glaube ich, auch schon, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch was drehen kann. Ja, so das Problem ist, ja klar, so ist es besser. Das Problem ist, wenn ihr es so habt, dann habe ich es so klein auf dem Monitor. Also ungefähr so ein Achtel des Monitors. Da lässt es sich schwer spielen. Ja, ich weiß, dass es jetzt passt. Ist es mir schon klar, dass es für euch passt. Das Problem ist, es passt für uns nicht. Ich kann für mich nicht. Ich kann so nicht spielen.
Ihr seid mehr. warte mal, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ich habe noch eine Idee. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Geduld haben. Und zwar werde ich jetzt mal Folgendes machen. Ich kann das natürlich einmal noch ein bisschen größer ziehen. Und in der Hoffnung, dass jetzt aber so Pi mal Daumen, dass es nachher dann kleiner wird. Was natürlich ein bisschen komisch ist. Na, mal gucken. Mal sehen, ob ich richtig kalkuliere. Ich glaube, das hat zumindest ansatzweise geklappt, oder? Es ist größer als vorher. Ja, ich würde mal sagen, mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Okay, gut, dann geht's los, ihr Lieben. So, wir sind hier. Also, wie ist jetzt der Plan, wenn wir Frieden machen? Der Plan ist meines Erachtens, dass wir den Streitwagen dann nach Bremen trotzdem bringen. Weil im Falle eines Krieges können wir immer noch sofort von Bremen aus dann losschlagen. Das scheint mir eine gute Sache zu sein. Das Zweite ist, wir bräuchten eine Einheit, meines Erachtens, die sich hier hinstellt und in die Festung geht, damit die Ägypter im Falle eines Falles nicht mehr weiterziehen können. Als reine Sicherheit. Außerdem baut Bremen ja an der Stadtmauer. Und damit haben wir eine Defensivposition, mit der wir dann erstmal leben können. Ich weiß. Einheiten stapeln. Nee, das mit den Stadtmauern, das hat sich als falsch erwiesen. In den Städten kann man Einheiten stapeln, dann werden sie trotzdem einzeln. Auch ohne Stadtmauer haben wir letztes Mal festgestellt. Okay, gut. Das heißt, wir machen das jetzt. Warte mal, Go to, war das. Konnte ich das mit G auslösen? Dann geh erstmal dahin, dann machen wir den nächsten Befehl. So, und dann den werden wir dann, glaube ich. Ja, passt auf. Wir brauchen hierfür noch eine Phalanx. Wir haben in Trier eine Phalanx. Die werden wir austauschen. Das heißt, den werden wir nach Trier schicken und dann die Phalanx hier hinstellen, so als Blockade. Gut. So, oder jetzt ist die Frage, in Trier könnten wir natürlich noch eine Phalanx bauen. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ansonsten wäre Karawane und Bibliothek ganz nett. Wir bräuchten natürlich jetzt auch Siedler ohne Ende. Ja, ich glaube, ich gehe noch einmal auf eine Phalanx zur Verteidigung. Ist, glaube ich, eine gute Sache. So, ansonsten habe ich gesehen, dass wir nochmal mit der Steuerrate auf 30% gehen können. Wir haben jetzt nämlich 6 und 4, wenn ich auf 20% gehe, haben wir zu wenig. Das ist soweit gut. Ich weiß, dass ich mehr Siedler brauche. Wir brauchen jetzt 3 Siedler für Städte und weitere Siedler zum Ausbauen. Goedeke, das sind alles Basics. Auf dieser Ebene brauchen wir uns nichts, keine Tipps geben. Das ist natürlich klar, dass wir mehr Siedler brauchen zum Ausbau. Frieden gewählt, aber Rüstungsproduktion fortsetzen. Naja, wir müssen ja gerüstet sein. So, weiter. Okay. Die größten Zivilisationen der Welt, ein Gesamtwerk von Herodot. Und wir sind die dritten, die gute Zivilisation der Deutschen. So, dann, jetzt ist die Frage. Ich denke, wir werden das jetzt erstmal hier beenden und werden die nächste Stadt bauen. Oder wir könnten noch mal schnell eine Straße bauen. Das wäre nämlich auch ganz gut, weil dann würden wir hier noch mehr bekommen. Doch, eine Straße bauen wir noch und dann schicken wir den Siedler zum Stadtbau, würde ich sagen. Und hier hatte ich gesagt, die Miliz schicken wir nach Trier. Das Wichtigste an der Nachricht von Herodot war, dass Ägypten nicht vor Deutschland liegt. Ah, das ist interessant. Das gut geschlussfolgert. Ach so, das hätte er uns angezeigt, ne? Oder? Weil wir die Ägypter schon getroffen. Nee, oder? Woher die Schlussfolgerung? Wie auch immer. So, weiter. Okay. Wir haben die Mathematik und damit haben wir, wenn ich das richtig sehe, eine bessere Offensiveinheit. Nämlich, wir bekommen den Schleuderer. Und der Schleuderer hat, ich glaube, 6-1 im Angriff, was ziemlich heftig ist. Man darf sie bloß natürlich nicht alleine losschicken.
So, jetzt ist die Frage, was wir weitermachen. Also Eisenverarbeitung hat das letzte Mal gesagt, brauchen wir nicht. Mystik ist interessant, weil Tempel dann zwei Zufriedenheit bringen. Reiten, ich habe hier links das geöffnet, deswegen gucke ich hier mal links rüber. Reiten, 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 das ist schon irgendwie ewig her, ne? Das führt nur zur Rittereinheit, glaube ich, ist dann auch eine Sackgasse. Oder? Feudalismus, das habe ich auch schon wieder vergessen. Wir gucken mal ganz kurz, was Reiten bringt. Das sehe ich hier gerade bei mir nicht. Ach so, genau, führt zu Rittertum. Ah, und Feudalismus auch. Und das ist nötig für die Kavallerie. Ja, okay, und Feudalismus selbst ermöglicht nichts weiter außer Rittertum. Okay, also wenn man Ritter haben will, dann muss man komplett diesen Weg gehen. Aber puh, ich weiß nicht. Ich würde sagen, jetzt erstmal eindeutig Mystik. Das können wir sehr gut gebrauchen. Kreuzritter sind die beste Early-Offensiveinheit. Ja, klar. Warum hält er da an? Was ist da los? Wir haben doch gesagt, du sollst hier irgendwie hingehen. Nach Bremen, bitte. Er kommt irgendwie nicht klar nach Bremen. Was macht der denn da? Da muss ich ihn manuell schicken. Oh! Welche Chinesen? Ich dachte, es wäre schon eine zerstört. Ach, warte mal, es sind sieben außer uns. Sieben außer uns sind acht insgesamt. Dann war meine Zählung falsch. Ja gut, aber ist jetzt eh egal. Was ist denn mit den Russen los? Okay, er hat Wegfindungsprobleme, wird gesagt. So, jetzt ist die Frage, wo wir die nächste Stadt gründen. Also welche hat jetzt Priorität? Hier in den Bergen oder da hinten? Das schließe ich jetzt mal aus, aber also die in den Bergen, die haben beide Produktion. Die könnte hier einen ordentlichen Schub gleich geben, weil hier schon was ausgebaut ist. Wir haben sowieso ein bisschen Produktionsschwäche. Ja. Berge, weil die langsam wachsen wird. Ja, das ist ein ganz guter Hinweis, wobei wir hier schon Bewässerung haben. Ich denke, doch, Berge ist tatsächlich das Beste. So, der Plan ist, wie gesagt, hier hinzugehen. Genau auf eine Ebene mit Trier. Wir haben dann hier eine Stadt und da hinten werden wir, glaube ich, hier eine Stadt machen. Gut, go to. Dahin bitte. So, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt muss ich irgendwie darüber. Halt. Halt. Ich wollte Rechtsklick machen. Dann machen wir erstmal go to Trier. So. Nein! Oh nein! Oh nein! Barbarenaufstand bei Hamburg. Oh verdammt! Ach du Schreck. Okay, und Hamburg ist ungeschützt und. Oh. Okay, wartet, Leute. Jetzt ist Vorsicht angesagt. Phalanx hoch. Ja. Phalanx ist gut. Jetzt müssen wir gucken, können wir eigentlich durch die Berge gehen? Kann man sich da eigentlich durchbewegen? Ja, der Siedler, der hat sich schon bewegt, ne? Ne, der hat sich. Hat er sich schon bewegt? Ein Zug hat er. Ich glaube, er ist am sichersten, wenn wir ihn hier auf die Berge stellen. Wir können durch die Berge gehen. Wir müssen halt jetzt. Okay, ich konnte nicht durch die Berge gehen. Wir werden die neue. Oh, wir haben hier eine neue Phalanx. Sehr großartig. Jetzt profitieren wir von den. Okay. Wenn wir ganz großes Pech haben, dann erreichen die die Stadt, bevor wir da sind. Ja, wir gucken mal, was hier uns eine Phalanx. Wir brauchen gar nicht kaufen. Wir haben in der nächsten Runde hier eine Phalanx. Verschwenden ein bisschen Produktion. Das ist natürlich ärgerlich. Wollen wir das machen? Barbaren. Warte mal, stopp. Das ist jetzt wichtig. Barbaren zerstören, während Küstenpiraten erobern. Die Barbaren haben gar kein Interesse. Die werden jetzt erstmal kaputt machen. Insofern ist die Frage, ob man es riskieren könnte. Na gut, wir machen es. Wir nehmen das so. Und ich denke, die Miliz bleibt aber planmäßig hier stehen.
Wir haben noch eine. Aber die Milizen machen wir hier zur Unruhebekämpfung. Die werden wir befestigen. Wir haben dann drei Phalanxen, ne? Ich würde sagen, sicher ist sicher. Wir gehen mit der auch hoch. So. Der Diplomat, der ist irgendwie wertvoll. Man kann auch irgendwie diesen Barbarenanführer gefangen nehmen. Und da hat man irgendwas. Entweder Gold oder irgendwas kriegt man da. Irgendwas Nettes. Das waren die, die für den Krieg in der Abstimmung gestimmt haben. Ja, genau. Ah, man kriegt 100 Gold, Tepic. Alles klar. Ja, das ist doch sehr lukrativ. Das müsste natürlich jetzt das Ziel sein. Wir sind übrigens in Bremen 5. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie wir das hier verteilen. Wir haben jetzt hier eine ziemlich gute Produktion. Ich glaube, die heizt sich noch ein bisschen mehr an, damit wir jetzt endlich an diese Stadtmauern hier kommen. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was die Barbaren machen. Ja, sie machen kaputt. Sie machen kaputt. Okay, dann würde ich sagen, werden wir eine Phalanx einfach ihnen mal in den Weg stellen. Ich werde, glaube ich, nicht angreifen mit der Phalanx. Macht das keinen Sinn. Hallo? Und die befestigen wir jetzt. Die befestigen wir in der Stadt. Und den Siedler bringen wir mal vorsichtig in die Richtung. Ja. Und den führen wir mit dem Streitwagen zusammen. Die treffen sich dann dort. So. Muss man den Anführer aber auf kriegen. Ah, okay. Vielleicht wäre es. Ah, schaut mal, er wird verteidigt oder so. Sieht mir fast so aus. Das, nee, die zerstören da diese Irrigation, die wir dort schon haben. Ah, das ist aber auch ärgerlich und gemein, muss man einfach mal so sagen, von diesen blöden Barbaren. Bisschen nervig ist es schon. Sag mal, was bauen wir denn jetzt in Trier eigentlich? Das müssen wir jetzt hier mal ändern. Wir brauchen jetzt nichts mehr. Ich würde sagen, Bibliothek. Schleuder ist natürlich auch ganz nett, wobei wir wollen ja keinen Krieg führen. Ich denke, wir gehen mal auf Bibliothek. Aber warum sind wir in der Produktion eigentlich so schlecht? Wir brauchen hier dringend einen Siedler. Ach so, weil die inzwischen so viele Einheiten hier unterstützen. Deswegen haben sie da Probleme. Alles klar. Diplomat. Ja, das stimmt. Den bräuchten wir auch mal. Aber Siedler ist auch richtig, ja. Aber ich will jetzt zumindest irgendwo meine Bibliothek haben. Ja. Schweinebacke. Okay, erster Angriff abgewehrt, hervorragend. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie wir es am besten machen. Ich würde den. Warte mal. Wir werden uns mal mit der Phalanx hierhin bewegen. Und dann mit dem Streitwagen auch darauf. So könnten wir das nächste Mal angreifen. Und hier gehen wir planmäßig zum Stadtstandort. Gut. Okay, da konnten wir einigermaßen reagieren jetzt. Ach so, Hamburg produziert noch Phalanx. Ja, guter Hinweis, sehr gut. Ja, wir wollten hier einen Tempel haben, ne? Oh, echt ein Trauerspiel. Produktion hier total am Arsch, weil hier die Irrigation jetzt weg ist. Ja, sonst waren wir da noch ein bisschen besser. Ja, die Produktion in dieser Stadt ist ein echtes Trauerspiel. Ach so, der produziert auch gar nichts. Oh, wegen dieser Phalanx, die er gar nicht sich leisten kann. Ach, das Hamburg ist auch echt produktiv, echt erbärmlich. Ja, gut, der Siedler wird ja gleich weggehen, ne? Dann produzieren wir da wieder was. Flüsse funktionieren nicht als Straßen hier. So, die Ägypter bauen den Leuchtturm. Oh, okay. Was bringt er ihnen? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit auf See um eine Seemeile. Bis zum Magnetismus. Haha! Jetzt haut er ab! Aber wir haben den Streitwagen. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit den anderen Phalanxen so? Wir haben jetzt ziemlich viel. Ich meine, wir brauchen sowieso Phalanxen in den Städten eigentlich. Den können wir eigentlich schon runterschicken. Der wird diese Stadt beschützen.
Ja, ich denke, wir werden hier die in zu dieser Stadt bringen, die wir da bauen. Ach so, die Stadt soll ja hier gebaut werden. So, in Hamburg haben wir einen. Dann in Trier haben wir diese blöde Miliz. Das heißt, diese Phalanx können wir jetzt, kann ich eigentlich hier, können wir jetzt planmäßig hier hinbringen, um dort die Verteidigung zu bauen. Genau. So machen wir das. Dann ist das soweit in Ordnung. Ja, wir müssen mit irgendeiner Stadt die muss Siedler produzieren und es wird vermutlich Trier sein, weil Hamburg ist, hat zwar gute Nahrung, aber wenig Produktion. Ah, schade, er ist verschwunden. Aber gut, das war jetzt für uns nicht möglich, es anders zu machen. Bisschen Pech gehabt. Aber immerhin souverän abgewehrt, ohne Verluste. So, du bitte jetzt wie geplant nach Bremen. Ansonsten ist nichts Neues. Können wir jetzt schon die Stadt bauen? Nee. Die Bibliothek bringt derzeit nur ein Wissenschaft, kostet aber ein Gold. Ist das so? Ich check das mal ganz kurz, wie das genau ist mit der Bibliothek. Wissenszuwachs ist um 50% gestiegen. Ach so, du meinst, weil durch die Steuerverteilung wir im Moment hier relativ wenig haben. Ja. Kein schlechtes Argument. Dann würde ich sagen, bauen wir doch lieber den Siedler. Ist vermutlich das Effizientere. In diesem Moment, ja. Ja, wir können Bewohner zu Wissenschaftlern machen, aber das wollen wir, glaube ich, im Moment jetzt noch nicht, würde ich sagen. Wir wollen jetzt erstmal alles auf Produktion setzen. Okay, jetzt kurz mal überlegen, ob wir alles richtig gemacht haben. Also, mir ist klar, dass das Ding nicht mehr drin ist. Das soll dann im Bereich der neuen Stadt dort sein. Ja, hier wird die Stadt gegründet. Und es ist wieder eine Hafenstadt. Deswegen ist es nicht Frankfurt, sondern wir gründen jetzt an dieser Stelle Rostock. Wir sind in Wissenschaft eh schon vorm Orkos, vorn Orkos, da hast du recht, ja. Ja klar, bauen wir Bergwerke. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Wir brauchen nachher Siedler zum Bauen. So, die Produktivität ist hier schon mal hervorragend, würde ich sagen. Wir haben hier großes Wachstumsproblem, denke ich mal. Oder was heißt großes? Aber deswegen würde ich sagen, starten wir mit einer Kornkammer an dieser Stelle. Ich baue die Hanse nach. Gut. Die Ägypter rühren sich nicht. Soweit erstmal alles in Ordnung. Prima. Okay, ein Mega-Projekt ist abgeschlossen. Da haben wir wirklich lange dran gearbeitet. Bremen baut die Stadtmauern. So, jetzt ist eine spannende Frage. In Bremen gibt es echt viel Potenzial. Unglaubliches Produktionspotenzial, was hier in Bremen ist. Bremen ist eigentlich eine tolle Stadt. was machen wir in Bremen? Wir haben viel hier noch nicht gemacht. Wir könnten. Ja, Bremen als Frontstadt braucht eigentlich gar keinen Tempel. Wir könnten hier auch Kasernen bauen, weil Bremen wird möglicherweise. Doch, Kaserne ist, glaube ich, gut. Bremen wird eine Produktionsstadt werden. Und dann werden wir hier Truppen bauen und dann haben die Erfahrung. Ich denke, das ist eine gute Sache. Drei Ruderer ist auch ein gutes Ding. Ja, das sollten wir hier vielleicht als nächstes bauen. Aber ich denke, wir werden als erstes die Kaserne bauen. Gut. Wir sind jetzt 400.000 Bürger groß. Ich bin stolz auf uns. Okay, du gehst nach Rostock. Hamburg ist weiter gewachsen.
hat aber hier auch eine Einheit, das ist okay. Wir beginnen jetzt hier produktiv wieder zu werden. Und wir brauchen einen Tempel. Ja, ich würde sagen, das ist schon wichtig jetzt an dieser Stelle. Wir könnten, ja. Da kommen wir natürlich jetzt nicht vorbei. Boah, okay, die KI hat Mist gemacht. So, und dich befestigen wir jetzt. Und dich auch. Damit haben wir die Sache geklärt. Die Frage ist, ob wir, wo kommt denn diese Phalanx eigentlich her? Die kommt aus Trier. Man könnte denen natürlich jetzt das hier überhalsen. Dann wird Trier produktiver. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Machen wir es vielleicht mal noch nicht, bis die Kornkammer da ist. Nach der Kornkammer sagt Philipp auch, ja. Genau, die hat jetzt Priorität. So. Aha. Aha, da sind sie wieder. Die wollen uns bestimmt wieder erpressen. Trotz eures Verhaltens soll euch der Zorn unserer starken Heere erspart bleiben. Wieso, trotz unseres Verhaltens? Wir haben für Frieden gestimmt. Hat er irgendwas nicht mitbekommen? Hat er unsere große Volksabstimmung nicht erfahren? So. Wir können jetzt was verlangen. Wir könnten Tribut verlangen, aber Leute, das ist quasi eine Kriegserklärung, weil. Nee, das ist. Wir haben Frieden. Also noch wahre ich den Beschluss. Irgendwann, wenn wir uns stärker fühlen, dann können wir auch mal Tribut verlangen. Aber jetzt behalten, bleiben wir mal beim Frieden. Der verwechselt uns mit dem Atomgatti. So. Nächste Einheit kommt hier rein. Und ein Ende. Hier könnte ich mir aber gerade vorstellen, wo ich das gerade so sehe, dass wir diese Einheit, dass wir die hier überstellen. Bremen kann das stemmen. Verdammt, dann hätte ich das jetzt auch machen sollen. Nicht fortifizieren, sondern das nächste Mal drücken wir dann H. Ja, die blockieren unsere Felder. Das ist, Max, das kann man ihnen aber nicht, man kann ihnen nicht sagen, geht weg. Das gibt es hier bei Ziffer 1 nicht. Man kann nur sagen, Tribut und wenn sie Nein sagen, ist es Krieg. Und wir haben nicht für Krieg gestimmt. Und da ich nicht glaube, dass wir stärker sind, werden sie Nein sagen. Ganz einfach. Ich wahre hier die Beschlusslage. Fertig. Leute, die ganzen Kriegstreiber, ihr habt die Abstimmung verloren. Ihr könnt jetzt erstmal für die nächsten 1000 Jahre die Klappe halten. So. Oh, verdammt! Und das ist die Reaktion der Kriegstreiber. Schaut sie euch an, den Mob, der das Kapitol stürmt. So sehen sie aus. Ah, verdammt. So, das ist schlecht. Wir brauchen eigentlich nur den blöden. Naja, gut, wir können ja irgendjemanden jetzt hier absondern, um Elvis Costello zu spielen. So, alles klar. Bis die Sache geregelt ist durch den Siedler. So, jetzt wollte ich hier H machen. Jetzt ist das Ganze in Bremen zugeordnet. Ja, sehr gut. Bremen kann da damit locker um. Und wir befestigen uns weiter. Gut. Ja. Ordnung erstmal wiederhergestellt. Und wir haben die Mystik. Und damit hilft der Tempel für zwei. Und wir haben, glaube ich, in Trier einen Tempel. Insofern ist das, kommt das genau zum rechten Zeitpunkt. Gut, dann können wir jetzt überlegen. Astronomie bringt Sternwarte des Kopernikus. Ist ein Weltwunder. Bringt dann später mit Navigation Segelschiff. Eisenverarbeitung wollen wir nicht. Lesen und schreiben. Was ist das denn bitte? Schrifttum ist große Bibliothek. Übergang zur Philosophie. Da passiert aber auch nichts. Baugewerbe. Baugewerbe klingt doch gut. Was ist ein Baugewerbe? Bauen. Oh ja, Wasserleitung, Kolosseum, Festung. Festung könnte für diese Einheit ganz gut sein, die wir dort in Bremen haben.
und führt dann, wisst ihr was, wozu wir auch Eisenverarbeitung brauchen? Eisenverarbeitung ist doch nötig, brauchen wir für den Brückenbau. Sonst können wir keine Straßen über Flüsse bauen. Das ist schon ganz notwendig. Okay, deswegen wählen wir als erstes mal bauen und dann Eisenverarbeitung, um das Brückenbauen erstmal zu lernen. Okay, Bremen hat die Kaserne. Bremen ist tatsächlich so ein Ort, wo man auch mal über ein Weltwunder nachdenken kann. Mit 5 Produktion wäre da ja durchaus was drin. Jetzt können wir mal überlegen. Ich meinte, ein Marktplatz ist auch eine gute Sache. Eine Karawane wäre auch eine coole Sache. Da könnten wir innerhalb unseres Reiches Handel treiben. Vielleicht auch sogar mit den Ägyptern und Geld verdienen. Das ist auch ganz nett. Wir können mal schauen, was uns die hängen. Also 60 Runden sind echt lang, ne? Plus 1 glückliches Gesicht pro Stadt bis zur Entwicklung der Erfindung. Ja, das ist alles auch nicht mehr so weit hin, ne? Verdoppelt die Effekt von Tempeln bis zur Entwicklung der Religion. Das ist mir, glaube ich, zu lange. Ja. Es gibt ja Botschaft bei den Ägyptern. Das könnte man mal machen, ja. Ein Siedler wäre auch möglich, wobei die Sachen relativ weit weg sind. Aber natürlich, wir können natürlich den Siedler nutzen, um unsere Gebiete um Bremen selbst herum noch auszubauen. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Wir pushen mit dem Siedler Bremen nochmal richtig nach vorne. Ja, wir machen einen Siedler. Dann wird Bremen kein Wachstum mehr haben. Erstmal für eine gewisse Zeit kaum Wachstum, aber ist okay. Hier können wir nämlich schön Irrigation machen und dadurch die Lage hier deutlich verbessern. Auch hier unten ist es eigentlich ein gutes Feld hier. Ja. So, Karawane und dann mit den. Ja, Karawane machen wir auch. So, wir haben auf jeden Fall schon 500.000. Gut. Bremen mit 6. Krass. Bremen braucht auch langsam. Oh, schaut mal. Wisst ihr was? Aber gut, es kommt ja der Siedler, weil Bremen braucht dann eigentlich auch einen Tempel. Den haben wir hier noch nicht. Ja, der Siedler kann jetzt schon auch Minen bauen. So, sehr schön. Es geht weiter. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal hier die Straße aus. Herrlich. Ja, ich weiß, dass wir noch weitere Städte bauen wollen. Das ist mir bekannt. Dafür haben wir jetzt diesen Siedler gebaut. Okay, also der ist da. Hier haben wir ein Luft. Das sieht auch ganz gut aus, bloß dass wir kein Wachstum mehr jetzt haben. Ja, jetzt würde ich fast sagen, wir bauen direkt noch einen Siedler hinterher. Entweder um die dritte Stadt hinten noch zu bauen oder um unsere Umgebung zu verbessern. Beides ist wichtig, denke ich. Müssen wir mal gucken. Man kann mit Diplomaten Einheiten bestechen, aber dazu braucht man Geld. Größenordnung haben wir auch nicht. Schiff bauen wird auch noch kommen. In Trier im Moment schwierig. So. Dann würde ich sagen, bauen wir als nächstes die Stadt da oben. Wobei hier haben wir schon. Nee, hier ist besser. Hier haben wir schon die Bewässerung. Hier haben wir schon ein bisschen Infrastruktur, die wir nutzen können. Wir werden dann hier direkt noch die Straße hier ransetzen und dann die Stadt bauen. Ja, das gefällt mir. Geh mal bitte hier hin. Gut. Für einen zweiten Siedler ist nicht genug Nahrung da. Ja gut, wir verlieren ja auch Bevölkerung. Kann sein, dass das nicht reicht, ja. Andererseits, wir bauen ja dann auch. Ja, es wird hier ein bisschen abnehmen, aber das wird schon eine gewisse Zeit. Die Stadt wird ja dann auch gegründet werden, das geht schon.
brauchen eine Siegstrategie. Oh, warum haben wir das nicht im Blick? Was ist denn da los? Ach ja, da haben wir den Tempel gebaut. Hm, das reicht noch nicht. Naja, so lange müssen wir da erstmal was anderes machen. Müssen wir erstmal Elvis rausschicken. Haben wir denn da noch Produktion im Moment? Ja, 2. Ein Tempelkauf kostet uns 34. Wollen wir das machen? Wollen wir mal kaufen? Wollen wir mal raushauen? Nahrung weg? Okay, Chat sagt ja. Gut, dann machen wir das. Dann haben wir das nächste Runde wieder. Dann brauchen wir, glaube ich, jetzt auch Elvis gar nicht, ne? So. Oh, wir verlieren Geld. Okay, wir haben in Hamburg den Tempel. Na, zum Glück. Die Ordnung ist dadurch wiederhergestellt. Und zwar ein Puffer haben wir auch noch. Das ist doch gut. So, wir haben 4 Nahrung, 3 Produktion hier über. Also wenn wir jetzt richtig die Wachstumsstrategie weiterfahren, dann würde ich auch hier tatsächlich noch einen Siedler produzieren. Und dann sind wir gut dabei. Ja, wir wachsen hier so schnell, wir brauchen gar keine Kornkammer. So, Rostocker 2, das sieht doch schon mal gut aus. Ansonsten... Ah, wartet mal, wir produzieren... Achso, wir produzieren 4. Wow, das geht ja hier rucki-zucki. Oh, schaut mal, die haben hier Unruhe in Alexandria. Haha. So. Jetzt geht's hier weiter, indem wir dort eine Straße bauen das nächste Mal. Und dann die Stadt. Okay, Bremen hat auch den Siedler. So, jetzt haben wir hier unseren... Wartet mal. Okay, so wachsen wir nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt hier Straße bauen, Irrigation bauen. Und ändern jetzt... Und die Idee fand ich ganz gut. Ändern jetzt mal in Richtung 3 Ruderer. Ja, 14 Runden ist eine lange Zeit. Ein Tempel. Wartet mal, brauchen wir hier eigentlich einen Tempel? Wir sind ein über den Durst. Wir werden dann... Na, ein Tempel wäre eigentlich hier... Wir brauchen... Über kurz oder lang brauchen wir einen Tempel. Wir müssen das jetzt erstmal investieren. Hilft nichts. Und dann machen wir den 3 Ruderer. So. Straße. Und hier hatte ich gesagt, wir bauen erstmal die Straßen und dann die... Ach, da komme ich so wieder nicht hin. Na gut, da baue ich zuerst da unten eine Straße. Und dann die Irrigation. Okay, Sudo baut hängende Gärten. Die sind am glücklichsten. Rostock hat die Kornkammer. Gut. Dann hatten wir gesagt, wir wollen diese Armee hierhin verlegen. Und wie ändern wir das jetzt? Ich meinte, wir könnten, um das Spiel jetzt weiterzutreiben, könnten wir hier auch einen Siedler nehmen. Oder auch einen Tempel. Ja, machen wir den Tempel hier als nächstes. Wachstum ist ja hier auch ganz ordentlich. Okay. Was ist der? Achso, genau. Wir wollten Heimat statt Rostock machen. Doch, hat er akzeptiert bestimmt. Gut. Wo war der vorher? Der war, glaube ich, in Trier, ne? Ich glaube, ja.
Gut, Trier ist dadurch wieder weiter entlastet. Und die Stadt wird gleich gebaut, dann kann Trier mit dem nächsten Siedler um die Ecke kommen. Okay. Und wieder sind wir bei einer Hafenstadt, Leute. Unser Reich besteht nur aus Hafenstädten. Dann nehmen wir jetzt mal Greifswald. Oh. No. Ja, das mit der Hanse kommt langsam hin, ne? Ja, Wismar oder Stralsund hätte es auch sein können, aber wir wollen doch mal. Also, wir haben ja schon eine mecklenburgische Küstenstadt. Wollen wir auch eine Vorpommern schon mal reinnehmen? Die Miliz, die kann ich nicht einfach so wechseln. Hier kann man nicht upgraden, soweit ich weiß. Die hilft uns jetzt noch bei der Unterdrückung von Bürgerkriegen. Okay, wow. Die Ressourcen sehen ja hier richtig gut aus im Moment. Produktion eher wenig gut. Tja, ich glaube, wir sollten eine gewisse Zeit auf Produktion gehen, sonst kommen wir nicht. Oder wir warten erstmal einmal Wachstum ab, ja. Und gehen dann aber hier trotzdem auf Korn kommen. Es wird dann schneller beim nächsten. So. Gut, hier haben wir die Straße. Ich will mir nur ganz kurz was checken. Ja, das sieht gut aus. Da kommt die nächste Straße hin. Die gibt er mal wieder. So, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Ich werde nochmal den Frieden verhandeln. Beim nächsten Mal werde ich ihn um Tribut fragen. Ich finde, dann ist die Ab der Abstimmung genug Genüge getan. So, das wollte ich ausdrücken. So, Straße. Ach, verdammt! Schon wieder? Muss man das jetzt immer zumachen? Das ist doch ätzend. Hä? Aber ich glaube, es kommt nur irgendwie dreimal oder so. So, 81 bis 90. Also. Gucken wir mal. Okay, also das ist Philosophie und wir brauchen dafür Mystik und Literatur. Ja? Ah, Mystik und Literacy. Literacy heißt Lesen und Schreiben und nicht Literatur. Das ist ja eine bescheuerte Übersetzung. Ich hoffe, ich liege richtig. Glückwunsch. Großartig. Also in der Anleitung steht hier nämlich Mystik und Literatur. Deswegen komme ich auf die Idee. Ah, immer wenn gesaved wird, alles klar. Oh, die Griechen? Ich habe mich irgendwie komplett geirrt in der Erzählung. Aber die nächste Zivilisation ist zerstört. Was ist denn mit den Russen los? Das ist ja unglaublich. Okay, in Trier haben wir den nächsten Siedler. So, jetzt ist die Frage. Trier. Wartet mal kurz. Wir haben. Trier braucht eigentlich mal einen Siedler, um den ganzen Kram hier auszubauen. Das könnte man eigentlich mit dem jetzt vielleicht mal machen, ne? Um einfach jetzt ein bisschen mehr Wachstum zu haben. Ist ja ein Trauerspiel. Wir hätten hier eigentlich ganz gut was dabei. Nee, Karawanen können, glaube ich, nicht Produktion stärken. Bergwerke haben wir ja schon, da brauchen wir nichts weiter bauen. Die Frage ist jetzt, was wir machen hier. Also, im Moment ist das eigentlich Banane, was wir hier eingeben, weil unsere Produktion so erbärmlich ist, dass das nicht ins Gewicht fällt. Ja, wir nehmen den Siedler jetzt zum Ausbauen, das denke ich auch. Ah, Gödicke, du hast recht.
Es kann sein, dass immer eine neue SIF startet, wenn eine andere ausgelöscht wird. Das wird so sein, ja. Das ist der Grund, ja. Bibliothek, ja. Ich meinte, wir können dann immer noch switchen. Wir können ja mal mit Bibliothek starten, ja. Müssen wir mal gucken. Und jetzt werden wir hier ein bisschen ausbauen. Aber erstmal haben wir das Baugewerbe. Okay, ermöglicht uns das Aquädukt. Ich glaube, das Aquädukt braucht man, um Städte über 10 Einwohner zu bauen. Das Kolosseum bringt, glaube ich, auch Zufriedenheit, bin nicht ganz sicher. Oder ist das ein Weltwunder hier? Ich weiß es nicht mehr. So, Astronomie, das hatten wir schon gesagt. Ingenieurwissenschaften ist auf dem Weg zur Erfindung, ist jetzt noch nicht entscheidend. Eisenverarbeitung hatten wir gesagt, brauchen wir für die Brücken. Deswegen machen wir das als nächstes. Okay, und jetzt machen wir hier die Irrigation. Ach, verdammt. Das geht nicht. Da müssen wir uns erstmal vorarbeiten. Von dort. So, und hier starten wir auch mit der Irrigation. Okay. Wir brauchen im Übrigen auch eine Phalanx für Greifswald, falls irgendwelche Barbaren oder sowas auftauchen. Das sollten wir auch nicht außer Acht lassen. Und wir brauchen natürlich noch einen Siedler hierfür. Sagt mal Hamburg 5. Ach so, das ist der Siedler, ja. Alles klar. Das ist soweit in Ordnung. Hamburg hat ein Wahnsinnswachstum. Ist die Frage, ob der Siedler vorher fertig ist. Wobei, wir haben hier noch einmal einen Einwohner Luft. Greifswald ist auf 2. Ja, und jetzt würde ich aber gerne hier ein bisschen auf Produktion mal gehen. Und zwar hier am besten. Ja, so ist doch gut. Da kriegen wir die Kornkammer relativ schnell. Was ist eigentlich in Rostock los? Kornkammer technisch. Ach nee, Tempel war das nächste. Ja, Rostock sieht ganz gut aus. In Greifswald produziere ich nicht Miliz Tykrotius. Ja, Straßen machen wir auch noch. Das ist alles die Kühe, das ist jetzt noch nicht die Pflicht. Hamburg baut jetzt den Siedler, das ist gut. Okay, mit dem Siedler werden wir jetzt. Wartet mal. Zufriedenheit, den Tempel hatten wir jetzt. Okay, Hamburg. Hamburg ist stark an Nahrung, wobei jetzt, wo sie gewachsen sind, auch nicht mehr so viel. Produktion ist so lala. Hier lohnt sich fast schon eine Bibliothek, wenn ich mir das angucke. Marktplätze kosten, glaube ich, weiß ich nicht, ob die Unterhalt kosten. Gute Frage. Wieso null Produktion? Wir haben zwei Produktionen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Bibliothek hier. Oder wir bauen die. Ne, die Phalanx bauen wir da, wo wir eine Kaserne haben. Das wäre blöd, sonst nehmen wir mal die Bibliothek hier als nächstes. Marktplatz kostet ein Gold, ja. Bringt aber 50% mehr Gold. Also es lohnt sich hier noch nicht. Marktplätze. So, der Siedler. Jetzt ist die Frage. Nehmen wir den Siedler. Um noch hier ein bisschen was auszubauen. Wir könnten hier noch Irrigation machen. Dort auch noch Irrigation. Oder gehen wir direkt durch, um die Stadt zu gründen? Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch einmal Irrigation mit. Auf dem Weg, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Tabak sagt direkt gründen. Ja. George sagt Ausbau. Tja. Ach komm, wir bauen einmal noch aus. Machen wir so. Die Irrigation ist gelaufen. Wie sieht es aus in Bremen? Haben wir noch ein solides Wachstum? Funktioniert. Okay. Das heißt, wir gehen als nächstes hier oder dorthin. Ist eigentlich egal. Gehen wir mal zur Sicherheit dorthin und machen hier mit der Irrigation weiter. Tja, ob wir hier nochmal
Bewässerung machen, weiß ich nicht. Aber man könnte natürlich Straßen hinsetzen. Wobei, hier sind genug Flüsse, da brauchen wir vielleicht keine Straßen. Wir werden vermutlich erstmal sowieso dieses Feld nutzen und dieses. Doch, wisst ihr was? Ich werde erst noch hier zwei Straßen bauen, bevor wir die Stadt bauen. Dann sieht es hier schon ganz gut aus. Ja, wir brauchen weitere Siedler, das ist richtig. Okay, jetzt kommt hier die Irrigation und weiter geht's. Okay, die zufriedensten Zivilisationen. Wir sind weiterhin auf einem guten Mittelfeldplatz. Und Bremen baut den Tempel. Und dann hatte ich gesagt, dass wir jetzt ein Schiff bauen wollten, wenn ich mich recht entsinne. Und das machen wir auch. Das heißt, die Zufriedenheit ist in Bremen jetzt erstmal auf lange Zeit kein Problem. Wir werden jetzt den Dreiruderer bauen. Jetzt ist die Frage, ja, weil wir könnten hier noch ein bisschen mehr auf Produktion gehen, weniger auf Wachstum. Das ist immer so eine Philosophiefrage, ne? Was man da besser findet. Ja, lassen wir es mal so. Ja klar, erhöhen Marktplätze, Steuertragung 50%. Lohnt sich aber nicht, wenn man erst 2 Gold verdient. Dann lohnt sich das mit dem Unterhalt noch nicht. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Gebäude kaufen. Ja, könnte ich auch. Halt, wo sind wir jetzt gerade? Wir haben den Tempel in Rostock. Okay. Jetzt wird es interessant in Rostock. Rostock ist produktiv, sehr in Ordnung. Ich würde sagen, in Rostock brauchen wir jetzt einen Siedler, der jetzt hier die Umgebung klar macht. Wir starten nämlich hier schon und dann können wir hier Bergwerke bauen und so weiter. Eine Phalanx, die müssen wir da bauen, wo eine Kaserne ist. Ja, das hätten wir in Bremen machen können. Machen wir vielleicht als nächstes in Trier. Achso, hier haben wir die Bibliothek, die sehr lahmarschig vorangeht. Ja, passt auf, wenn wir die Irrigation hier haben, und ich glaube, hier kann man auf Flüssen kann man auch Irrigation machen, dann haben wir genug Nahrung, um zu switchen auf die Bergwerke und dann geht das schneller. So, 600.000. Okay. Dann haben wir jetzt hier die Irrigation. Sehr gut. Bremen ist erstaunlicherweise unsere beste Stadt. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, dann gehe ich doch hier hin. Und wir machen weiter hier mit der Irrigation. Krass. So. Dann hatte ich gesagt, ich wollte da und da noch eine Straße bauen, bevor wir dort die Stadt bauen. Wobei, ist, glaube ich, cleverer, wenn man. Na, machen wir das nächste Mal, ne? Wenn man erst da oben. Na, ist egal. Dann kann man auf der Straße zurückgehen. Wie gut wäre die ohne die Ägypter? Ja, noch kann sie ja wachsen. So, wir haben die Eisenverarbeitung. Damit können wir Straßen über. Ne, können wir noch nicht. Jetzt als nächstes Brückenbau. Das werden wir auch gleich mal machen. So, Trier. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt werde ich mich von hier nach da verlegen. Und jetzt geht die Produktion hier ein bisschen besser voran. Okay, das nächste ist, ich versuche mal auf dem Flussfeld eine Irrigation zu bauen, während ich das hier noch mal ändere und hier zuerst die Straße baue. Okay. Die Ägypter denken schon, wie gut, wenn wir sie haben. Ja, der Gelehrte ist ein Abbild des jungen Zitt, richtig, ja. Auch sehr schön. So. Oh, ich glaube, jetzt ist nicht der Moment zu sagen, Krieg, weil unser Siedler steht da gerade ungünstig. Oh, verdammt. Aber sie erpressen uns. Aber nein, wir geben nicht klein bei. Egal, selbst wenn der Siedler da steht,
Das machen wir nicht. Nichts als hohle Drohung. So. Oh, Rostock ist schon auf 4, sehe ich gerade. Wie cool. So, jetzt gucken wir mal. Bremen. Bremen, da oben sind wir auch im Wald. Da kommen wir bloß nicht hin. Jetzt ist die Frage. Wir können noch ein bisschen was machen. Wir können gar nicht mehr so viel machen. Wir können noch 2 Felder ausarbeiten. Und dann ist Bremen im Moment zumindest komplett... Oh nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Ah, naja, geil. Ich wollte nämlich mal hier gucken. Das ist Sumpf. Mit Sumpf... Ich weiß gar nicht, ob wir schon Sumpf wegmachen können. Das muss ich mir mal angucken. Was haben wir hier? Das ist Arktik. Da bekommen wir gar nichts. Okay, müssen wir gucken, ob wir im Sumpf was machen können. Ja, ich weiß nicht genau, ob man entwässern kann. Gut möglich. Wenn, dann sollten wir das auch noch machen. Und dann können wir Bremen den Siedler woanders hinschicken. Sehr schön. Rostock mit 4 ist echt erstaunlich. So, da ist die Straße. Hier können wir ja sicher nichts machen auf der Arktik. Außer eine Straße bauen. Ja, das sollten wir wahrscheinlich auch noch irgendwann machen. Weil irgendwann wird auch das Feld belegt sein. Wir gehen mal runter. Fisch kann man nicht bearbeiten, nein. So, das sieht doch hier schon mal richtig gut aus. Wir haben aber den Brückenbau nicht. Noch nicht. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einmal noch eine Irrigation hier oben hin, solange. Und jetzt gucke ich, was wir hier machen können. Wir können... Oh, schaut mal! Wir können in Weideland verändern oder in Wald verändern. Das ist interessant. Das müssen wir uns überlegen. Im Moment tendiere ich tatsächlich zum Wald, weil wir hier ansonsten wenig Produktion haben. Keine Berge oder so. Wald scheint mir das Bessere zu sein, ja. Okay, wir verlieren 4 Geld. Ja, gut, muss ich gleich mal gucken. Vielleicht müssen wir noch was verändern. Kann sein, dass die Ägypter... Stimmt, das kann sein, dass die Ägypter auf Hügeln stehen. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Das prüfen wir nochmal. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Ebene. Da haben wir einen Hügel, ja, okay. Und da? Haben wir auch Hügel. Okay, 2 Hügel. Ja, wenn die Ägypter irgendwann weg sind, brauchen wir da eigentlich keinen Wald, oder? Ja, ja, das Schiff ist fertig, das sehe ich. Dann machen wir doch Weideland. Okay, und jetzt die Seefahrt beginnt, liebe Leute. Großartig. Jetzt ist die Frage, warte mal, was gilt hier alles als Küste? Ich glaube, wir können mit dem Dreiruderer... Ich muss mal ganz kurz... Oh. Man muss an der Küste bleiben, ne? Also Küste ist, glaube ich, direkt Küste. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Am Ende einer Spielrunde nicht in Landnähe befinden, können untergehen. Sie können bis zu 2 Einheiten transportieren und verlieren ihren Wert, wenn Segelschiffe verfügbar sind. Ja, okay. Keine Verteidigungsstärke. Bewegungsrate 3. Alles klar. Gut, also wir müssen immer am Ende der Runde in Landnähe sein, ja. Gut, gut, gut. Greifswald ist auf 3 gewachsen. Ja. 3 Produktionen. Wir können das auch noch ein bisschen forcieren im Moment. Oh. Und wir brauchen auch jetzt langsam mal die Phalanx. Ja, die Bibliothek muss mal bitte zu Ende gebaut werden. Ach so, und wir können hier eine neue Sache reinnehmen. Okay. Was machen wir hier? Eine Karawane wäre vielleicht jetzt mal eine Überlegung. Von hier aus, also es geht darum, eine möglichst große Reichweite zu bekommen. Und zum Beispiel von hier aus rüber, das ist schon eine große Reichweite. Ja, probieren wir das mal. Ich würde auch sagen Karawane. Jetzt wurde gesagt, ich verliere Geld. Das muss ich jetzt mal beobachten.
Phalanx dann roch schade. Ja, aber die Phalanx hier hinten zu ziehen ist auch, rüber zu ziehen ist auch ein bisschen doof. Rostock baut einen Siedler. Gut. Rostock baut einen Siedler. Okay. Das heißt, wir haben jetzt im Moment kein Wachstum in Rostock, so wie es aussieht, durch den Siedler. Das ist natürlich nicht so gut. Das kriegen wir aber gleich weg, indem wir dort Irrigation machen. Aber ansonsten wird Rostock wachstumsschwach bleiben, ist halt so. Okay. Was können wir hier noch machen? Es wurde gesagt, Kasernen, weil Rostock wird vermutlich produktionsstark werden. Ist vermutlich ein gutes Argument. Ja, Kaserne und dann Phalanx. Oder eben Phalanx aus Trier. Müssen wir sehen. Das ist gut, denke ich. So, hier wollte ich nochmal Irrigation. Und wir ziehen jetzt immer so. Aber ich kann jetzt ja nicht runterziehen. Oh, was ist denn das da? Was ist das? Habt ihr das gesehen? Eine neue Stadt? Wow. Wir müssen leider hier mal ändern, die Steuerrate auf 40. Dann haben wir 10, 10, immerhin konstant. Wow, crazy. Also das muss ich sagen, beeindruckt mich schon. Können wir mal hier auf die fünf größten Städte der Welt gucken? Oh, die gibt, da liegen echt vorne. Dann, und wir tauchen gar nicht auf, weil wir kein Wunder haben. Crazy. Und da kommt jetzt noch ein dämlicher Siedler. Gut, der will hier die Stadt weiterentwickeln. Naja, Leute, das wird ja lustig alles. Gut, wir gehen mal hier hin. Ja, Theben ist auch größer, genau. Es gibt halt hier noch so nicht so einen richtigen Fog of War. Oh, schaut mal, da drüben ist auch ein Kontinent oder eine Insel. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, um zu rauszubekommen, wie groß Theben ist. Nein, die können uns nicht platt machen. Die haben dort blöde Milizen rumstehen. Glaube ich nicht dran. So, Greifswald hat endlich die Kornkammer. Wie sieht es in Greifswald aus? Gute Nahrung, gute Produktion. Eigentlich alles gut. Ich würde sagen, Greifswald braucht definitiv einen Siedler, um sich selbst zu entwickeln. Siedler sind übrigens nicht verschwendet. Man kann sie auch der Stadt irgendwann wieder zuführen. Und dann wächst die Bevölkerung wieder an. Ich baue erstmal eine Straße. Zwei Legionen auf die Trireme, dann ist Heliopolis unser. Das glaube ich nicht, dass wir mit zwei Legionen das einnehmen können. Aber in der Tat war das vielleicht ein bisschen übermütig, jetzt die Trireme loszuschicken ohne Truppen drauf. Also zumindest hätte man eine Miliz oder sowas mitschicken. Ah, egal. Ich weiß, Siedler müssen auch Eisenbahn bauen, klar. Man sollte auf jeden Fall welche behalten, aber man braucht sicher nicht alle. So, 700.000. Ja, komm, wir wollen so viel wie möglich sehen, deswegen fahren wir da noch rein. Sehr schön. Okay. Dann kommt unsere nächste Stadt hier hin. So, und jetzt könnte man natürlich die wieder Lübeck nennen, man könnte sie auch Neu-Lübeck nennen, aber da wir um ein Feld verrückt sind, muss jetzt leider Lübeck, hat Pech gehabt. Ich meine, sie wurden halt zerstört, deswegen nennen wir die Stadt Travemünde. Passt auch wunderbar, wegen der Flussmündung.
Das kommt darauf an, welche Einheiten dort drin stehen in Heliopolis. Ah, schaut mal, das geht ja hier auch super los. Dann, oh, starten wir mal auch hier mit der Kornkammer. Und jetzt Irrigation. Gut. Soweit, so gut. Da oben muss auch noch eine Stadt sein, aber vermutlich ist der Kontinent dann dort zu Ende und wir können auf die andere Seite fahren, wenn wir wollen. Bei Ziff nennt fast nie jemand eine Stadt Kiel. Ah ja, sehr schön. Na, mal sehen, wenn wir noch eine Stadt irgendwo drinnen bauen, wie wir sie dann nennen. So, Trier hat 6. Das sieht doch gut aus. Trier wächst ohne Ende. Produktion ist auch einigermaßen in Ordnung. Wie sieht es denn aus mit der Zufriedenheit? Das könnte hier Probleme geben. Oh ja. Oh ja. Beim nächsten Wachstum, das aber noch ein bisschen auf sich warten lässt, könnte es Probleme geben. Wir werden hier erstmal eine Straße bauen. Okay, da haben sie eine Dreierstadt. Oh, der Kontinent geht da noch weiter. Ach du Schreck. Okay. Wow. Der zweite sieht er zum Ausbau dort. Brückenbau, sehr gut. Damit können wir mit dem Siedler richtig. Oh, jetzt geht's richtig voran. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, jetzt ist spannend, was wir weitermachen. Astronomie, das sind jetzt, glaube ich, alles so Blocker, um irgendwie weiterzukommen. Also Astronomie führt zu Navigation, was zum Segelschiff führt. Ist vielleicht jetzt nicht die super Priorität. Ingenieurwesen führt irgendwann zu Erfindung, was dann wiederum zu Schwarzpulver führt, Muskete. Lesen und Schreiben wird überbewertet. Große Bibliothek, dann Philosophie, dann Demokratie und Religion. Religion bringt große Kirche, was viel Zufriedenheit bringt. Feudalismus bringt den Ritter. Den wir ja nicht wollen, oder? Halt, nee. Quatsch. Feudalismus bringt nicht den Ritter. Feudalismus bringt gar nichts. Ja? Das brauchen wir für was anderes, vermutlich. Weiß ich nicht. Das hat jetzt nicht die Priorität. Okay, also entweder Ingenieurwissenschaften oder Lesen und Schreiben. Ja, Demokratie ist ein bisschen schwierig. Dazu kommen wir vielleicht noch. Also da muss man schon wirklich sehr, sehr, sehr friedlich dann spielen. Da kann man dann gar nichts mehr. Nee, Ritterwesen bringt Ritter. Ach so, doch. Feudalismus bringt Ritterwesen. So rum ist es. Entschuldigt. Alles klar. Wir machen Lesen und Schreiben. Wird langsam Zeit, dass das möglich ist. So, hier noch eine Straße. Und wir fahren hier weiter. Boah, wie riesig ist denn dieser Kontinent noch? Ey, die Ägypter haben dort alles Mögliche, was sie noch besiedeln können. Hier zum Beispiel, was weiß ich. Die brauchen gar keinen Krieg führen. Die KI macht das ganz clever. Die denkt sich, hey, ich habe hier so ein Mega-Hinterland. Warum soll ich die da angreifen? Ich blockiere die einfach. Oh, Bremen hat 7 Leute. Das müssen wir uns mal angucken. Bremen hat 7 und damit. Warte mal, 3, 5. Okay, wir haben noch ein Plus. Gut, hier gehen wir auf die Fische, das ist in Ordnung. 2 über. Ah, das ist nicht so viel, also die Produktivität wird jetzt hier nachlassen. Der Siedler blockiert den Wald. Ja, stimmt, der rodet den. Diese Schweine, die Ägypter roden unseren Wald. Seht ihr das? Nein! Ey! Verdammt! Barbaren landen dort. Oh mein Gott, und die wollen die Stadt erobern. Unser Siedler ist dort. Und Greifswald ist in Panik. Okay, weil Greifswald immer noch nicht diese Phalanx hat, die Greifswald braucht. Ach ja, Gott. Schiebt mal keine Panik hier, immer mit der Ruhe. So ist easy peasy.
Wäre witzig, Ingenieure zu haben, die nicht lesen und schreiben zu können, ja. 800.000. So, Leute. Kehren wir mit unserem Schiff um? Nee, das dauert viel zu lange. Wir fahren weiter die Küsten ab. Aber jetzt müssen wir natürlich reagieren. Jetzt ist natürlich eine schwierige Situation. Okay. Ich würde sagen, wir greifen, also wir müssen jetzt angreifen. Ich würde sagen, wir nehmen unseren Streitwagen. Ziehen. Können wir hier rüberziehen? Ja. Dann nehmen wir die Phalanx. Ah, mit der können wir nicht ziehen. Shit! Doch, können wir doch. Ah, sehr gut. Ach, da zählt die Kontrollzone nicht. Ja, der Grund, warum ich die Phalanx nehme, ist, die ist jetzt die Verteidigung der Streitwagen. Kann ich den Streitwagen mal bitte auswählen? Danke. Ja, so, und jetzt kommt der Angriff, Leute. Jetzt heißt es Daumen drücken. Jawohl! Hervorragend. So. Wie ist das jetzt interpretiert? Ah, jetzt sollten wir, glaube ich, nicht angreifen, weil wir 0,2 Züge haben, ne? Das heißt, unsere Kampfstärke ist nicht Maximum, wenn ich das richtig interpretiere. Okay. Ja, wären Malus. Gut, dann können wir uns jetzt auch befestigen, glaube ich. Okay. Erste Einheit besiegt. So, kann sein. Haben wir jetzt hier Unruhe? Nee, gerade so nicht. Sehr gut. Gut, dass sie hier gelandet sind und nicht hier hinten zum Beispiel. Da hätten wir jetzt echt ein Problem. Wann ist denn Trier endlich durch? Wir brauchen die Phalanx, Leute. Nee, der Barbar hat offenbar keine Kontrollzone, was mich echt beruhigt, weil sonst hätten wir ein Problem gehabt. Ah, es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Wir machen den Seitenflügel. Bauen wir aus. Großartig. Jawohl! Besiegt! Haha! Und Ordnung wiederhergestellt. So, damit können wir auch wieder zurück. So wie es war. Da kommen wir natürlich jetzt nicht hin. Oh. Ach so. Ja. So viel dazu. So, wir können Brücken bauen. Oh, es wird immer lukrativer hier. Es wird immer lukrativer, Leute. Die Stadt. Wir brauchen eigentlich hier eine Mine als nächstes, meines Erachtens. Die Stadt wächst ja unfassbar. Hier kriegen wir jetzt ein Problem. Hier kriegen wir jetzt bald ein Problem, wenn sie wächst. Naja. Muss halt Elvis ran. Ein Gericht reduziert die Korruption. Korruption tritt auf, je weiter die Städte entfernt sind von der Hauptstadt. Das ist das Entscheidende. Okay. Hat er? Nee, der hat den Wald nicht gerodet. Der Wald ist noch da. Aber das ist jetzt sein Feld. Irgendwas hat er damit gemacht. Ach, er bearbeitet das jetzt. Die Schweinebacke. Entschuldigt. Weil er darauf gezogen ist und dann konnte er es bearbeiten. Oh, wie fies ist das? Aber das ist jetzt hier auch nicht so optimal. Ja, genau, er zieht drauf und kann dann einen Bürger schicken. Ey, das ist echt clever. Ich muss mal sagen, ich bin. Das ist schon die hohe Schule. So, wir bauen unsere erste Brücke. Und damit eine Direktverbindung von Trier nach Bremen. Okay, Rostock hat jetzt hier ein bisschen mehr. Aber Nahrung ist halt erbärmlich, hilft nichts. Aber ich würde sagen, wir machen dann jetzt ein Bergwerk. Da ist immer noch nicht die. Oh mein Gott, was ist das für ein riesiger Kontinent? Mal gucken, ob man da durchkommt. Nö, den. Ja, stimmt. Okay, das wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen, den Siedlern nach Trier zu schicken für die Mine. Ja. Wäre vielleicht sogar besser gewesen. Guter Hinweis. Kam ein bisschen zu spät. Also, ich habe es zu spät gelesen.
So, Trier hat endlich die Bibliothek. Jetzt können wir endlich die Phalanx bauen. Ich glaube, wir brauchen gleich mehrere Phalanx, nämlich für Trier auch direkt, für die Zufriedenheit. ja. So, und jetzt hier wieder die Festung. Ja, jetzt ist die Frage, braucht Rostock, wann wächst Rostock? Rostock wächst langsam. Insofern ist das jetzt noch gar nicht nötig. Dann ziehe ich tatsächlich damit, das war gut, ziehe ich damit nach Trier. Oh, hier ist echt ein Kanal. Was sind das für graue Einheiten? Sag mal, wer ist das? Sind das Barbaren oder was? Oder sind das Russen? Das sind Russen? Mongolen. Ah ja, stimmt, Mongolen. Stimmt, wir hatten ja hier schon die 5 größten Städte. Samarkand, tatsächlich. Oh, das ist natürlich interessant, dass jetzt die Ägypter mit den Mongolen scheinbar im Krieg sind. Oder die Mongolen sind einfach nur genauso penetrant wie die Ägypter in dieser Hinsicht. Aber gut zu wissen. Nö, ich wollte nicht unbedingt in Rostock zu. Wir haben bauen Truppen in Bremen, Trier und Rostock, da wo wir Kasernen haben. Wenn es in Trier jetzt... Wir können die Phalanx für Greifswald auch in Rostock bauen. Ist doch kein Thema. Gut, dann bauen wir jetzt da noch eine Straße. Und gehen hier zum Bergwerk. Okay. So. Sie wollen Brücken bauen. Wir sagen nichts als hohle Drohung. Und jetzt ist die Frage. Wollen wir jetzt Tribut fordern? Wie seht ihr das? Ist jetzt der Moment gekommen? Das kann zum Krieg führen, ne? Abstimmung. Okay, Leute, das ist ein ganz gutes Argument. Das ist jetzt wieder ein entscheidender Punkt. Wir machen eine Abstimmung. Hatten wir jetzt schon 1,5 Stunden nicht. Ich gehe mal wieder raus hier und suche erstmal mein Fenster. Wo ist es hin da? Hier ist meine Maus. Neue Abstimmung, Leute. Neue Abstimmung. Krieg oder Frieden? Also, beziehungsweise Tribut. Tribut fordern. Tribut. Fragezeichen. Ja oder nein. Geht los. Eine Minute habt ihr. Krieg mit einer nur einer offensiven Einheit wird lustig. Ja, die brauchen wir erstmal nur, um die 3 anderen Einheiten zu killen. Danach bauen wir ja. Krieg stört den Aufbau. George, da hast du recht. Ich bin bei solchen Spielen auch immer... na, mal sehen. Okay, im Moment sieht es sehr stark nach Tribut aus. Frieden wäre zu einfach. Okay, ich denke, das können wir jetzt schon mal als klares Ergebnis gelten lassen. Das ist ein Fehler, aber die Mongolen werden uns rächen. So, dann ist die Sache geklärt. Ich gehe hier zurück. Halt, Leute, ich muss nochmal, entschuldigt. Ich habe wieder vergessen, das Fenster zu minimieren, sonst sehe ich euch nicht. Okay, fordert Tribut für uns. Geduld, warum auch immer. Wir ignorieren eure schwachen Drohungen. Ach so, sie ignorieren das einfach. Ich dachte, es wäre jetzt automatisch Krieg. Es kann Krieg sein, es ist nicht automatisch Krieg. Das war mir neu.
Ah, na ja. Okay, dann werden wir das jetzt immer machen. Das ist jetzt ein Dauerbeschluss, würde ich mal sagen. Bergwerke anlegen, das war das Thema. Nein, wir bauen jetzt. Noch eine Achterstadt. Uiuiuiuiuiui. Memphis. Mann, 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 Mann. So. In Alexandria ist Unruhe. Was passiert jetzt? Oh, in Trier. Okay, alles klar. Ja, da brauchen wir den, ne? Das wussten wir ja auch, dass das passieren wird. Aber der wird ja gleich da sein. 900.000. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ecke auch als Küste gilt. Okay, in Rostock haben wir Kasernen. Dort war jetzt der Plan, bauen wir jetzt die Phalanx für unsere Nachbarstadt hier. 7 Runden. Ist ja auch sehr in Ordnung. So, Trier. Was machen wir jetzt? Er war schon dabei, hier unten hinzugehen. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Da werden wir dann dasselbe machen. Irrigation. Und Straße. Das ist ja aber sehr gut, was wir hier unten jetzt freigeschaufelt haben. Ist ja hervorragend. Ja, wunderbar. Dann bauen wir da erstmal eine Straße hin. Werden dann noch diese Bucht hier erkunden und sind dann einmal rum. Dann können wir uns überlegen, ob wir irgendwo mal eine Einheit mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz gut eigentlich. Dazu müssen wir aber wieder eine bauen. Vielleicht diese popelige Miliz. Greifswald baut den Siedler, genau, zur Erschließung des Umlandes. Hervorragend. Dann ändern wir Greifswald jetzt in. Kasernen brauchen wir nicht. Tempel, würde ich sagen, ist das nächste. Chat ist sich einig. Brücke bauen. Okay, das haben wir. Ja, jetzt ist die Frage, was ist der schnellste Weg? Also hier könnten wir weiter erkunden. Das ist quasi ein neuer. Was ist hier oben? Das müssen wir eigentlich uns auch nochmal angucken. Können auch Fische nicht an der Küste sein oder weiß man, dass da irgendwo eine Küste ist? Ich glaube, Fische können auch außerhalb sein. Aber hier muss doch eine Küste sein, oder? So, Greifswald, jetzt gucken wir mal. Da ist der nächste Ort, wo wir was tun. Das ist der Wald. Da können wir nur eine Straße bauen. Fische schwimmen im Meer. Ja, danke für den Hinweis. So, wir haben Lesen und Schreiben. Damit könnten wir auch eine große Bibliothek bauen als Weltwunder. Und Philosophie. Warte mal. Astronomie führt zu Segelschiff. Ingenieur führt zur Erfindung und dann zur Muskete. Philosophie war der Weg, um. Das war eigentlich der Weg, den wir jetzt gehen wollten, um zur Religion zu kommen. Gehe ich jetzt weiter Philosophie. Ah, oh, Greifswald. Echt? Da haben wir doch gerade einen Siedler gebaut. Naja, da brauchen wir die Phalanx. Na gut. Es ist, wie es ist. Dann. Damit wir wenigstens noch ein bisschen. Obwohl, Tempel. Es hat ja jetzt Vorrang. 1 Million haben wir. Direkt südlich von Trier sollte noch eine Stadt hinpassen. Ja, habe ich auch schon geguckt. Hier. Es gibt dort noch eine Überschneidung. Nee, obwohl. Stimmt. Hier können wir noch Stadt. Eine Dschungelstadt wäre das. Eine Dschungel- und Sumpfstadt. Das würde noch gehen, oder? Eins, zwei. Nee. Hier müsste man sie hinbauen. Hier. Das stimmt. Können wir machen, wenn wir mit dem Siedler nichts mehr zu tun haben. Was heißt OBM? Oberbürgermeister wollte ich auch gerade sagen. darüber geht auch.
Nee, dann haben wir schon Überschneidungen. 1, 2, 1, 2. Dann wäre das Feld und das Feld wäre überschnitten. Na gut. So, wo waren wir jetzt gerade? Irgendwo waren wir jetzt. Ein Siedler. Aha, hier waren wir. So, die Phalanx. Die Phalanx brauchen wir allerdings jetzt in Trier. Und wir bauen auch gleich eine weitere Phalanx dort. Und hier bauen wir Irrigation. So, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir die Miliz aus Trier mit auf, um ja, um den anderen Kontinent irgendwie zu erkunden. Wenn die Phalanx gebaut ist, dann kommt, nehmen wir die Miliz dort auf und können wir zum Beispiel hier erkunden. Das ist auch interessant. Oder eben hier unten, wo wir wollen halt. Genau. Bündnisse, ja, weiß ich gar nicht. Oh nein! Nein! Scheiße! Oh nein! Leute, wir haben da nix. Oh. Kostet uns 28. Ja, warte mal, wir gucken mal, ob wir das im anderen noch kaufen können. Ändern. Können wir uns nicht leisten. Ja, müssen wir hier kaufen. Wir können. Warte mal, der Siedler hat ja auch 1 Verteidigung, ne? Wenn er befestigt ist in der Stadt, müsste er eigentlich verteidigen können. Die Frage ist, ob wir ihn jetzt aktivieren können. Ja. Versuchen wir es. Die tapferen Siedler müssen Greifswald halten. Erst eine Miliz bauen, dann was anderes. Ja, offensichtlich wäre das richtig gewesen. Diese blöden Küstenpiraten. Gehen einen ja echt auf die Ketten. So. Ach so. Ja, der Siedler verteidigt, genau. Aber warte mal, wir haben in Fall. Stimmt ja richtig. Wir haben ja hier eine. Guter Hinweis. Geht aber erst in der nächsten Runde, oder? Nee, Quatsch, geht jetzt schon. Da können wir ja was machen. Naja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Oh, wir verlieren Geld. Verdammt. Jawohl! Jawohl! Die tapferen Siedler aus Greifswald haben den Gegner abgehalten. Die Siedler sterben, doch sie ergeben sich nicht. Nein, sie haben überlebt. Großartig. Großartig. Und damit haben wir unsere Phalanx, die wir haben wollten. So, ich war gerade dabei, dort oben eine Straße zu bauen, oder was war das? Ich glaube ja. Was heißt Glück? Das war doch kein Glück. Die Stadt gibt uns Verteidigungsbonus und ist ein Einser und ich weiß nicht, die greifen mit Zweier an. Also es war, glaube ich, 50-50, oder? Bauauftrag ändern? Stimmt. Was hatten wir hier gerade? Wir hatten hier gerade am Start einen Tempel, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Danke für den Hinweis. Und der kommt da auch gerade recht. Aber hier müssen wir noch mal was. Obwohl, wartet mal. Tempel, Kornkammer, Kasernen. Ja, das reicht erstmal. Ich glaube, das reicht, wenn wir das befestigen. Dann ändern wir das. Ja, was machen wir hier? Marktplatz, Bibliothek, lohnt sich hier alles noch nicht? Heimat der Phalanx ändern. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Karawane könnten wir vielleicht hier auch machen, ja. Und Elvis kann weg, sagt ihr, richtig? Oh, ihr passt richtig gut auf. Dauert allerdings ewig. Ewig, Wahnsinn. Aber, halt, warte. Das müssen wir tatsächlich.
Greifswald zuordnen und dann dauert es eben nicht ewig. Das ist gut. Die Phalanx für Travemünde könnten wir noch bauen. Das ist auch ein gutes Argument, ja. Das machen wir. Sehr gut, ja. So, wann ist Trier mit der nächsten Phalanx fertig? Das dauert noch ein bisschen. Dann werden wir noch ein bisschen rumfahren. Aber eigentlich. Ich meine, wir müssen sowieso rum, um da hinten hinzufahren. Ach nee, komm. Wir fahren wieder zurück. So, die reichsten Zivilisationen. Ja gut, das ist nicht unsere Stärke, das wussten wir. Ah, in Hamburg ist eine Bibliothek entstanden in unserer Wissenschaftsstadt. Wir haben, wartet mal, wir haben, wie sieht's hier aus? Tempel, oh. Oh. Wir brauchen eigentlich hier auch eine Phalanx. Und wir brauchen hier einen Siedler eigentlich, der die Stadt weiterentwickelt, wie mir scheint. Das müssen wir uns kurz nochmal überlegen. Wobei andererseits haben wir hier einen Siedler, aber den können wir auch für den Aufbau einer Stadt hier unten nutzen. Was machen wir in Hamburg? Ah, gut, muss man aufpassen, an der Küste zu bleiben. Ja, guter Hinweis. Achso, Elvis rausnehmen, ja, mache ich noch. So, wartet mal, Leute. Ich meine, die könnten einfach auch sich eine Phalanx bauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Marktplatz rentiert sich hier noch nicht so richtig. Sumpf entfernen. Ja, ich gehe mal auf Siedler. Und dann müssen wir jetzt hier noch Elvis rausnehmen. Okay. Hier wollte ich nur die Heimat verändern und dann befestigen. Und hier war ich dabei, eine Straße zu bauen. Diplomat und dann Streitwagen spammen. Wir sind doch gar nicht im Krieg. Wieso sollte ich Streitwagen spammen? Die Phalanx habe ich schon zugewiesen gerade. So, Travemünde hat endlich eine Kornkammer. Das sieht doch hier ganz gut aus. Oh, die Produktion ist hervorragend. Sehr, sehr, sehr gut. Da würde ich sagen, ziehen wir sogar einen Siedler noch vor, bevor wir hier eine Kornkammer brauchen. Das können wir uns hier locker erlauben. So, warte mal. Leertaste ist, glaube ich, aussetzen. Verliere ich Geld? Kann sein. Vielleicht sollten wir mal die Steuerrate erhöhen. So. Wir haben nicht für den Krieg gestimmt, wir haben nur für Drohungen gestimmt. In Hamburg, ja. Das wusste ich, dass das passieren wird. Nehmen wir ihn hier raus. Wenn der Siedler da ist, wird sich das erledigt haben. So, Bremen. Jetzt gucken wir mal. In Bremen können wir eigentlich gar nichts mehr richtig machen. Alles andere ist mehr oder minder blockiert. Das Letzte, was wir hier machen können, ist hier die Straße. Boah, aber diese Stadt ist einfach unglaublich. Krass. Crazy. Ich hätte echt nicht erwartet, dass die so abgeht. Man schätzt das häufig falsch ein. So, wir müssen darüber. So, Trier. Ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal für die Zukunft was getan. Viel mehr, ich meinte, da oben wäre noch was. Wachstum dauert aber noch. Ich tendiere dazu, jetzt tatsächlich hier unten noch eine Stadt zu gründen, oder? Ja, Fische sind toll. Ich hatte gesagt, hier wollte ich sie gründen, mitten im Sumpf.
Ich würde sagen, wir bauen Straßen auf dem Weg dorthin. Hier auch noch eine Straße. Und hier haben wir endlich die Phalanx, die wir haben wollten. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt die Miliz. Wir können jetzt hier erstmal. Oh ja, wartet. Jetzt können wir hier die Minen. Zähle ich richtig, dass die Miliz jetzt los kann? Ich glaube ja, ne? Wir haben jetzt zwei Einheiten, ja. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr. Hafenstadt Weimar. Okay, wir könnten jetzt noch eine Miliz, noch eine Phalanx bauen, einfach um die Zufriedenheit schon fürs nächste Mal zu drücken. Ja, müssen wir eigentlich machen, ne? Warte mal, was bringt das Kolosseum? Drei Unzufriedene in Zufriedene, ja. Das ist irgendwann auch nötig, ne? Also, es gibt die Möglichkeit, Phalanx zur Verteidigung, Diplomat, wobei wir den aufs Schiff dann auch wieder mitnehmen müssten. Kolosseum ist richtig teuer. Ja, das stimmt. Ist vielleicht auch noch nicht nötig. Das könnten wir mit einer Phalanx halt auch billiger erledigen. Aber die Phalanx kostet ja auch Unterhalt wieder, muss man ja auch bedenken. Wir könnten halt versuchen, auf ein Weltwunder zu gehen. Sie erhalten jede Technologie, die zwei andere Zivilisationen haben, bis die Uni entwickelt ist. Tja. Schleuder gegen Ägypten. Ja, okay, wir können mal eine bessere Offensiveinheit bauen. Das ist auch nachvollziehbar. Wobei sie natürlich jetzt. Na gut, das können wir dann auch Bremen überheißen. Wir nehmen erstmal die. Aktivieren die. Wie kann man den überspringen? Wartet mal. W. Okay, die Mine ist gebaut. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir noch eine Mine bauen. Oder ob jetzt nee, Rostock ist, muss jetzt dran sein. Man könnte Irrigation hochziehen. Oh ja, Rostock hat. Stimmt, Rostock hat ja Probleme. Dann müssen wir Irrigation machen. Und zwar hier, ne? So, du gehst jetzt aufs Schiff. Und mit dem Schiff. Gucken wir mal, ob wir Kontakt zu den Mongolen bekommen. Es geht, Straße auf Hügel zu bauen, aber die bringen kein Gold. Man könnte eine Einheit in den Rücken der Ägypter stellen, um das Feld zurückzuholen. Ja, das ist auch eine gute Idee, das stimmt. Okay, das machen wir. Das machen wir als nächstes. Mit der Miliz erstmal. Dann holen wir uns nach und nach die. Oh, geile Idee. Sehr gut. So, hier wollten wir eine Straße auf dem Weg dorthin bauen. Also, Spezialmission: Befreiung von Bremen. Shakespeare-Theater bauen die Ägypter. Alle unzufriedenen Bürger der Stadt werden zufrieden bis zur Entwicklung der Elektrotechnik. Wahnsinn. Bremen. Oh, wir haben unsere erste Karawane. Na, großartig. Bremen hat hier viel Unterhalt zu tragen, muss man mal so sagen, ne? Mehr ist da jetzt auch nicht drin. Unterhaltstechnisch. Okay, jetzt überlegen wir. Was machen wir? Also, eine Einheit können wir nicht bauen. Das geht nicht. Marktplatz wäre jetzt vielleicht sogar gut. Hier ist sehr, ja. Machen wir mal einen Marktplatz. Wie groß ist eigentlich die Stadt? Brauchen wir schon Aquädukt? Bremen hat, sehe ich jetzt gar nicht. Okay, wir haben jetzt das hergestellt für Travemünde, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir ändern das jetzt und. Hier hatte ich überlegt, hier wollten wir. Ich glaube, wir hatten mal über einen Diplomaten nachgedacht. Ja, machen wir mal einen Diplomaten. Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich keine bessere Kampferfahrung.
Duckwing Duck, wir spielen hier gerade nicht auf Krieg. Es gibt keinen Krieg gegen Ägypten. Solange wir hier einfach uns geil entwickeln können, machen wir das. Der Beschluss war klar. Braucht man nicht hier nicht laufend rumjammern. So, wie kriege ich den jetzt hier raus? Nee, gibt es da ein Ohr dafür? Wartet mal. Order. Anlanden. Okay. Haha! So, jetzt guckt ihr doof, ne? Halt! Aber das Feld ist immer noch unser. Vielleicht eine Runde warten. So, die Karawane. Wir können die Karawane auch zu anderen schicken, aber ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu riskant im Moment. Ich würde sagen, wir schicken sie als erstes mal nach Greifswald. Fangen wir erstmal solide an. So, hat das jetzt geholfen? Ja, es ist wieder unser Feld. Sehr gut. Dann machen wir das, obwohl wir natürlich hier weniger bekommen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Aber so aus Prinzip. Das können wir leider nicht, weil das von denen bearbeitet ist. Aber wir haben uns das erstmal zurückgeholt. Ist doch ein kleiner Erfolg. Wir bauen hier weiter eine Straße runter. So, jetzt nochmal Go to Travemünde, bitte. Und da Irrigation. Okay, in Bremen ist Zufriedenheit jetzt ein Thema. Das heißt, wir müssen einen wegnehmen, was ein bisschen ärgerlich ist, ehrlich gesagt. Aber vermutlich am besten, ja, lieber bei der Nahrung jetzt ein bisschen sparen, weil so viel wollen wir jetzt eh nicht wachsen. So, du kannst gleich zur Stadt übergehen und dann befestigen. Hier eine Straße bauen. Und da sind wir durch. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir den Siedler jetzt, um diese neue Stadt hier zu verbessern. Und zwar beginnen wir damit, hier Irrigation zu machen. Oder, warte mal, wenn wir hier sind. Ja, er wird dann die Fische gehen und dann dorthin. Festung ist auch eine gute Idee, das stimmt. Man könnte hier eine Festung hinbauen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Gefällt mir. Machen wir vielleicht vorher Festung bauen. Gute Idee. Sumpf entfernen vor der Stadtgründung. Ja, da ist das ist sinnvoll, ne? Ich glaube, das ist sinnvoll, ja. So, wir haben die Philosophie entdeckt. Na, großartig. Sehr schön. Und dann gehen wir dann auch gleich auf große Kirche. Wenn wir das jetzt schon haben. Jetzt gibt es ganz viel Demokratie. Wollen wir, glaube ich, nicht. Also das müsste man mal diskutieren. Ich kann ja mal ganz kurz sagen. Also Demokratie ist schon sehr schwierig zu spielen. Und zwar aus folgenden Gründen. Also eigentlich kommt es überhaupt nicht in Frage. Ich erkläre euch auch gleich warum. Ich muss bloß die richtige Seite finden. Demokratie. Also. Es gibt keine Korruption, was bei uns kein Problem ist. Wenn in einer oder in mehreren Städten Unruhe bei zwei oder mehr Spielrunden herrschen, besteht bei der jeweils folgenden Spielrunde die Möglichkeit, dass eine Revolution geschieht. Außerdem, jede militärische Einheit, die nicht in der Heimatstadt stationiert ist, macht zwei Bürger unzufrieden. Und noch irgendwas. Ich glaube, man kann in der Demokratie nicht mit Einheiten die Zufriedenheit erhöhen. Das heißt, wir haben würden ein riesen Zufriedenheitsproblem bekommen. Im Moment dazu müssten wir eine ganz andere, bessere Infrastruktur haben, was Zufriedenheit betrifft. Das geht also einfach nicht. So, wir gucken mal die anderen Sachen an. Medizin bringt
Shakespeare-Theater und dann nur Chemie, das ist jetzt nix. Universität bringt eine Universität, Forschung halt, Gebäude. Religion bringt, wie genannt, die große Kirche. Und dann haben wir das, die anderen Geschichten. Was ist denn Republik? Wir haben doch Republik schon lange. Ah nee, das wollten wir nicht immer. Aber wir brauchen aber Republik für Bank. Das ist das bessere Marktgebäude. Für die Karawane wäre Theben besser gewesen. Ja klar, sind die Ausländischen besser, das ist schon klar. Aber ich wollte erstmal in Inlandshandel. Ich mache Religion, Leute, weil wir kriegen so langsam Zufriedenheitsprobleme und ich glaube, das hilft uns da richtig. Ey, da geht richtig die Post ab, seht ihr das? So, warte mal, was wollte ich hier mit dem Siedler? Ich wollte Irrigation machen, ne? Ich guck mal ganz kurz. Aber nee, ein drüber, dort wo die Straße ist, da wollte ich. Ah, es geht ja nicht, wir müssen es hochziehen. Wir sind übrigens auch eine neue in der Stadt mit Bremen. Wir brauchen uns gar nicht verstecken. So, nichts als hohle Drohung. Und jetzt fordern wir wieder Tribut. Abstimmung war klar. Und sie ignorieren das. Was für ein Spielchen. So, warte mal, wenn wir jetzt hier anlanden, dann müssten wir doch eigentlich Kontakt mit den Mongolen bekommen, oder? Ja. Hallo. Genghis. Was für eine Begrüßung, meine Herren. Krieg? Was? Was? Ja, so viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema, wir wollen ein Bündnis mit den Mongolen. Ja, der kann nicht anders. Tja, okay. Dann fahren wir da mal. Wir versuchen mal, den wieder mit einzusacken. Ich glaube, das wird vermutlich nichts. Jetzt können wir ihn nicht bewegen. Ich gehe schon mal hier hin und beende dann dort die Runde. Ey, sag mal, hat er eine Einheit abgezogen? Der hat eine Einheit abgezogen. Die Ägypter, die kriegen Probleme da oben. Der holt. Ah, das ist ja lustig. Okay, wartet jetzt. Erstmal hier haben wir einen Siedler gebaut. Kornkammer haben wir. Dann kommt jetzt der Tempel als nächstes. Und sie haben uns nicht angegriffen. Ist das jetzt ein mongolischer? Ja, ich ist aber, glaube ich, Verschwendung jetzt hier. Aber wir laden. Wollen wir den jetzt da abladen? Nee, das ist kein. Was ist denn grün? Ach, das sind Zulu. Kann das sein? Das sind Zulu. Ja. Das sind Zulu. Dann können wir ja in. Mal gucken, wie die so drauf sind. Chaka. Okay, Wissen tauschen machen wir. Reiten brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber egal. Boah, jetzt bedrohen sie uns ernsthaft. So, Frieden nehmen wir an. Alles klar. Und ja, ich denke, wir werden aber jetzt, weil wir Frieden haben, können wir mit der Miliz weiter erkunden, würde ich sagen. So, jetzt kurz mal überlegen. Als erstes Irrigation hier unten. Gut. So, wir haben einen Schleuderer. Der wird von Trier finanziert. Das muss wohl auch sein. Wir ändern das mal. Wie viel haben wir jetzt in Trier? Wir haben 8. Der Schleuderer macht aber jetzt, glaube ich, Zufriedenheit, ne? Ja. Das ist das Problem. Wir haben noch nicht die große Kathedrale.
Wir könnten noch eine Phalanx bauen. Wir könnten schon mal das Aquädukt anfangen. Das Kolosseum ist sehr teuer. Die Miliz wird blockiert, sagt ihr? Das kann gut sein, ja. Wir können natürlich auch noch eine Karawane bauen, wäre auch eine Möglichkeit. Diplomaten wäre auch eine Möglichkeit. Ach, also ich glaube, wir sollten mal einen Diplomaten bauen. Karawane zu den Zulus, dann müssten wir das Schiff zurückholen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Was meint ihr? Diplomat oder Karawane? Diplomat zu den Zulus, das hätte was, ja. Karawane zu den Zulus, meine ich. Wir bauen schon Diplomaten? Ernsthaft? Ah, das habe ich schon wieder vergessen. Okay, alles klar. Naja, dann hat sich die Sache ja geklärt. Okay. Wir haben aber ein Zufriedenheitsproblem hier auch noch. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen können wir auch gleich schon Elvis an den Start bringen. Wir brauchen eigentlich die Kirche dort als nächstes. So, und du kommst dorthin. Esma? Ja, du kommst da nicht weiter. Wir kommen doch hier problemlos weiter. Ach so, da ist eine Stadt. Ha! Ja, das konntest du doch gar nicht. Ach, das konntest du wissen wegen der Irrigation möglicherweise. Sehr clever. Gut, jetzt sagt ihr den Sumpf erst entwässern. Oh. So, Greifswald. Das ist gut. Hier kriegen wir auch gleich ein Problem, wenn wir den Tempel nicht haben. Ja, können wir schon mal wieder hier einen wegnehmen. Da können wir keine Irrigation bauen. Hier unten allerdings, das wäre der nächstbessere Platz. Oder hier oben, wenn wir das wollen. Dann machen wir erstmal hier oben eine Straße in den Wald. Schleudere in die Festung. Stimmt, das könnte man auch machen. Guter Hinweis. Dann sind wir dort auch kampfstark und die Phalanx verteidigt das ja. Ja, auch eine gute Idee. Oh, wir sind an einem bedeutsamen Jahr angekommen. Die Zeitenwende. Oh, okay, da kommen wir wieder nicht weg. Na doch, in die Richtung vielleicht. Wir fahren mal kurz. So, dann Sumpf wegmachen in Weideland, würde ich sagen. Verändern wir das Ganze. Und. Ah, da war ja der mit der Festung, richtig. Richtig, dann nehmen wir ihn jetzt, um das hier unten weiterzuentwickeln. Und zwar als erstes hier Irrigation. Und du kommst mit in die Festung rein. Perfekto. Hier kommt eine. Ach so. Ah! Ja, Handelsstraße. Okay. Gewinn 5. Ist das jetzt pro Runde? Oder einmalig? War das jetzt einmalig? Ernsthaft? Oder ist das pro Runde? Nee, das ist, glaube ich, pro Runde, ne? Gesamteinkommen 19, jetzt 14. Ernsthaft? Das ist ja stark. Sehe ich das irgendwo? Ich glaube, das sehe ich bei Bremen, oder? Nee, das sehe ich nicht. Doch hier, ne? Das sind, glaube ich, die Handels. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einmalig, sagt Junk Fritz. Okay. Wenn es einmalig wäre, dann wäre es natürlich richtig lasch. Hier, Travemünde 0. Ah, hier steht es. Plus 0 pro Runde. Na, großartig. Es gibt also einen einmaligen Effekt und einen dauerhaften Effekt. Und der dauerhafte Effekt wird, glaube ich, größer. Erstens, je weiter die voneinander entfernt sind. Zweitens, je größer die Städte sind, die miteinander verbunden sind. Und drittens, ausländische Städte sind besser. So ist es. Ja. Ja, wir hätten Greifswald nehmen sollen. Damals war Greifswald noch nicht so groß. Was ist hier in Greifswald passiert?
Na gut, haben wir auf jeden Fall wieder was gelernt. Das nächste Mal machen wir es noch ein bisschen cleverer. Vielleicht helfen Marktplätze auch, ich weiß nicht, gut möglich. So, Rostock hat den Diplomaten gebaut. Richtig, da haben wir das gemacht. So, Rostock wächst nicht. Wir brauchen hier... Das brauchen wir. Genau. Da werden wir auch gleich eine Straße bauen. Und... Rostock hat aber eine anständige Produktion. Wir könnten in Rostock... Ah, warte mal. Wir bauen in Rostock die Phalanx für die neue Stadt da unten. Das ist, glaube ich, das Beste, ja. Genau, hier wollten wir Irrigation. Ja, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Diplomaten? Jetzt haben wir Diplomaten, aber was tun mit ihm? Also mit Diplomaten kann man versuchen... Man kann auch versuchen, irgendwie so Botschaften etablieren, aber... Das ist auch so eine Sache. Ich hatte mir das auch irgendwo markiert, was da möglich ist. Da gibt es eine ganze Liste von Aktionen, die man mit Diplomaten tun kann, ja. Also. Wir können eine Stadt ausspionieren. Wir können eine Botschaft errichten. Wir können Industriespionage machen. Industriesabotage. Eine Revolte entfachen. Oder einfach quasi Diplomatie betreiben. So wie die Gegner das tun. Also, Botschaft bedeutet, er berichtet ständig über Staatsform, Schatzkammer, Zahl der Armeen, Name der Hauptstadt, Verträge mit anderen Zivilisationen, Kriegszustand und technologischen Fortschritt. Und die sind sozusagen jetzt dann in den Vergleichsstatistiken mit drin. Ja, es klingt erstmal ganz vernünftig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Diplomat dann weg ist, aber ich würde sagen, das machen wir dann erstmal, oder? Revolte bei den Mongolen anzetteln, na, das geht, glaube ich, nicht so einfach bei so einer großen Stadt. Außerdem braucht man da viel Geld. Das halte ich für keine gute Strategie. Zumal wir auch noch gar nicht wissen, wo die Mongolen sind. Der Diplomat wird verbraucht. Ah, okay. Stellt euch das mal mit dem Aufstand bei so einer großen Stadt irgendwie nicht so einfach vor. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Sache ist. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier eine Botschaft eröffnen. Er soll mal nach Theben gehen. So, hier war die Frage, hier kommen wir weiter. Dann gehen wir auch da zu Fuß weiter und erkunden das Inland. Hier erstmal noch eine Straße und hier auch die Verteidigung. Pest in Bremen, Untergang droht, Bürger fordern Aquädukt. Wow, und da landen, habt ihr gesehen, da landen Barbaren bei den Ägyptern, aber leider konnten sie das zurückschlagen. Okay. Wir haben in Hamburg den Siedler gebaut, um dort weiter auszubauen. Die Stadt wächst, hat eine kleine, sehr kleine Produktion. Zufriedenheit ist gerade so geklärt. Wir brauchen in Hamburg eigentlich auch eine Phalanx. Ich meine, wir können ja hier mal auch selbst eine Phalanx bauen, müssen nicht andere Städte bauen. Klar, hier ist keine Kaserne, aber die wird nicht offensiv eingesetzt werden. Wir machen das mal. 10 Runden. Was Besseres ist hier auch gerade gar nicht zu tun. Okay, Rostock soweit. Dann machen wir hier nochmal Irrigation und dann Bergwerk, würde ich sagen. So. Ja, wir brauchen auch noch eine zweite Phalanx. Der Tempel dauert seine Zeit. Geht das nicht noch schneller? Vielleicht so. Ja, ist besser.
Dann gehen wir auch hier noch in den Wald rein und überlegen, wie wir jetzt in Hamburg Ausbau betreiben. Hier unten Irrigation, dort Straße und Irrigation, ganz klar. Kopernikus, Sternwarte wird von den Ägyptern gebaut. Verdoppelt den Wissenszuwachs in der Stadt bis zum Automobil. Okay. Mehr Produktion, weniger Nahrung ist in Ordnung, aber hier wäre, ah, das ist dasselbe. Hier wäre dann das nächste Feld, was wir machen müssten. Da wäre Platz für eine deutsche Stadt. Ja, vielleicht hier, ne? Na, obwohl, das ist alles, das sieht alles nicht so gut aus, aber ja, das könnten wir auf jeden Fall uns mal angucken. Das stimmt, guter Hinweis. Ob man da vielleicht noch, ja, da drüben wäre auch eine Platz. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Wir gucken uns aber erstmal. Da ist sogar Fisch. Was ist das hier? Das ist Wüste, aber glaube ich, ne? Ja, das ist Wüste. Habe ich jetzt weggeklickt. Keine so tolle Insel, eine Wüsteninsel. Hier sieht es allerdings nett aus, ne? Das sieht richtig gut aus hier. Zweimal Fisch, Wald, Fluss. Ein super Stadtstandort. Zeit für eine Kolonie. Ja, ich würde sagen, wir werden in Hamburg noch ein bisschen ausbauen und dann können wir den Siedler darüber schicken. Und vielleicht, das müsste auch mit dem Dreiruder funktionieren. Die Küste scheint hier nicht weit zu entfernt zu sein. Da können wir immer so in Stufen rübergehen. Gleich mit einer Phalanx rüberbringen. Ja, die können wir ja dann noch bauen. Ist ja in Ordnung. Auf die Insel kommt Weste. So. Wir bauen erstmal die Breite, bevor wir irgendwie hübscher bauen. Das sieht doch schon sehr imposant aus, Leute. Okay, diese Phalanx war aber jetzt erstmal für die Stadt da unten gedacht. So viel Zeit muss sein. Aber ich würde sagen, wir bauen dort einfach weiter Phalanxen. Die brauchen wir ja jetzt. So, und ja, wir werden hier noch ein bisschen die Umgebung erkunden und hier aber jetzt runterfahren, um zu gucken, wie wir am besten rüberkommen. So, die Irrigation. Na, wartet mal. Ah, verdammt! Ich hab das auf. Ich hab's. Oh, ich Depp! Ich hab aus Versehen raufgeklickt. Oh nein! Ah. Kann man helfen? Kann man schneller doppelt Irrigation machen? Okay. Greifswald hat den Tempel. Das heißt, Zufriedenheit ist hier erstmal gesichert. Wir können Elvis wegnehmen. Haben jetzt eine ordentliche. Das ist übrigens Korruption hier, was ihr hier seht. Haben ein über. Das ist doch gut. So, Kornkammer Tempel. Gar nicht so viel Sinnvolles hier, ne, möglich. Er könnte sich selbst noch eine zweite Einheit bauen. Haben wir hier in der Stadt, haben wir da einen Siedler, der da agiert? Wo war ich jetzt eigentlich? In Greifswald, ne? Ja, da haben wir schon einen Siedler. Der braucht da nichts. Eine Karawane, meint ihr? Ja. Stadtmauern wegen Barbaren. Ich weiß nicht, ob die so gefährlich sind. Wir bauen eine Karawane. Okay, machen wir das. Große Bibliothek hier ist, glaube ich, jetzt nicht richtig. Also 4. Ich meinte, man kann natürlich irgendwo das mal versuchen, aber 75 Runden, da gibt es, glaube ich, bessere, ne? Und das ist jetzt auch schon ganz schön spät. Das gilt nur bis zur Universität. Das ist, glaube ich, jetzt kein gutes Weltwunder in diesem Moment.
Ein zweites Schiff zum Erkunden könnte man auch machen, ja. Stimmt. So, versuch doch auch mal Irrigation zu helfen. Das scheint zu funktionieren. Verdammt, wir wollten mit dem Siedler. Wir wollten. Nee, warte mal, der kommt da nicht weiter, ne? Mit dem. Der weiß nicht, wie er gehen soll. Ich erkunde hier oben noch ein bisschen. Und wir müssen gucken, wie wir am besten rüberfahren. Von hier nach dort kann man in einem Rutsch rüberfahren. Trier hat die Karawane, die nächste, gebaut. Okay. Wir haben ein Elvis hier. Wir sind aber noch nicht dabei. Ich kann schauen, wie teuer es ist, eine Einheit mit dem Diplomaten zu übernehmen. Das können wir auch mal ausprobieren. Das stimmt. Nach Theben mit der Karawane, ja. Ja, jetzt ist aber die Frage, was wir machen wir als nächstes? Ach so, wir wollten eine Phalanx bauen für die neue Stadt, ne? Das können wir machen. Ja. Brauchen wir Elvis hier noch? Quatsch. Ja, brauchen wir. Drei Ruderer mit Siedler, Phalanx und Karawane beladen. Ich glaube, den drei Ruder kann man nur mit zwei Einheiten beladen. Deswegen wäre das nicht so ein. Wir brauchen Phalanxen sowieso ohne Ende. Können wir ruhig bauen. In jeder Stadt muss eigentlich eine zweite Phalanx sein. Zwei Phalanxen sein. Das ist schon in Ordnung. So. Tempel haben wir gebaut. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir hier erstmal Ruhe. Das ist Travemünde. Travemünde hatte ich. Ich vergesse das immer. Haben die einen Siedler? Ja, die haben einen Siedler. Okay. Ja. Gibt gar nicht so viel Sinnvolles zu bauen, Leute, ne? Karawane wollen wir. Obwohl, die Stadt ist ja extrem produktiv, Leute. Hier könnten wir eine große Bibliothek bauen. Oder ein Orakel. Das würde 60 Runden, könnte man hier einfach mal starten. Aber die hält nicht lange. Aber egal, haben wir auch mal ein Weltwunder, oder? Ach so, drei Ruderer zum Erkunden. Ja, stimmt. Das wäre auch. Das ist auch richtig, ja. Oder? Wunder? Nee, machen wir Wunder, oder? Das Orakel bringt verdoppelt den Effekt von Tempeln bis zur Religion. Religion ist schon entwickelt. Das bringt gar nichts. Das Problem ist, die Universität ist. Ach, eigentlich ist das auch Schwachsinn, oder? Die Universität ist quasi in Reichweite. Das ist eigentlich Unsinn, Leute. Das ist Unsinn. Das brauchen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Dann machen wir doch den Dreiruderer. Warte mal, was haben wir für ein Einkommen jetzt gerade? 17 und 16. Nö, da können wir leider den Steuersatz nicht runtersetzen. Hatte jemand vorgeschlagen, aber das geht leider nicht. Ja, wir sind noch nicht so weiter und mit dem Siedler und der Phalanx, deswegen erkunden wir noch ein bisschen. Aber Leute, der ist auch ziemlich groß noch zum Siedeln, ne? Da kann man auch noch was machen, wenn man will. Oh, was ist denn das für eine Stadt? Ist das irgendwie so eine Rebellenstadt? Oder was? Nee, ist das eine russische Stadt? Oder was ist das? Aleppo. Aleppo? Sind das die Russen? Nee, eine mongolische Stadt. Oh, die ist unbewacht, Leute. Haha. Ja, großartig. Ja, nehme ich ein. okay. So, warte mal. Wir waren aber gerade hier bei Rostock. Da hatte ich gesagt, das Feld wollten wir noch nehmen und dann. Minen. Und hier wollte ich Irrigation machen. Und in Hamburg wollen wir noch ein bisschen hier und da bauen. Und das ist dann der Siedler. Also ich denke, wir bauen noch dort Irrigation und Straße und dann bringen wir das rüber. So. Und das Ding. Ja, wir könnten nach Theben damit. Das wäre die
kleine Variante. Oder wir könnten es dann auch übersetzen, aber das dauert noch. Man könnte auch ansparen und auf ein neues Wunder umschwenken. Ich glaube, das geht, ja. Das würde gehen, ja. Wobei, wir können das Schiff ja jetzt schon rüberholen. Ah, das stimmt. Wir brauchen das ja noch nicht mit dem Siedler. Ich guck mal, was es kostet, diese Einheit zu übernehmen. 100. Wie? 156? Was soll das heißen? Unverschämt. Ich glaube, hier werden Kontrollzonen nicht beachtet. Deswegen können wir die gehen. Den Sumpf entfernen nördlich von Rostock, das lohnt sich noch lange nicht. Weil, wann werden wir dort erst arbeiten? Erstmal die Felder, die wir auch wirklich bearbeiten. Das ist zu früh. Nee, da war die Pest. Die sind nicht gestorben, da war die Pest. Jetzt wachsen sie wieder. Es gibt Zufallsevents, die halt reinhauen. Und das haben wir eben erlebt. Das kann man verhindern, indem man bestimmte Gebäude baut. Und hier ist es das Kolosseum. Wenn der Marktplatz gebaut ist, müssen wir auch dringend das Kolosseum bauen, ganz klar. Ist halt die Frage. Ja. Bremen hatte die Pest. Das ist ein einmaliges Event. Boah. Wahnsinn. So. Neun Goldstücke. Yeah. Oh, und wir können sogar eine. Oh, geil. Wir können sogar eine Technologie stehlen. Die Republik. Sehr gut. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Die Stadt ist aber, glaube ich, hin. Die gelbe Pest steht dort noch im Norden der Stadtmauer. So, jetzt werden wir hier die Karawane aufladen. Hier nochmal eine Straße bauen und die Karawane kann da schon mal entgegengehen. Hier eine Mine bauen. Okay. Wow, wir haben einen Angriff auf Ulundi gesehen. Was ist hier so los? Wir gehen mal ganz neugierig in die Richtung. Ich glaube, wir müssen zur Hauptstadt gehen, oder? Wir können mal ganz kurz gucken, was passiert. Ah, nee, wir können überall eine Botschaft einrichten. Stadt ausspionieren, Technologie stehlen. Industriesabotage, Revolte entfachen mit König treffen. Die Miliz kann das Schiff versenken. Wir richten eine Botschaft ein. So, Geheimdienstbericht. Präsident Ramses, T. Republikanisch, 337 in der Schatzkammer. Frieden mit den Deutschen. Er hat Frieden mit den Mongolen. Ah. Und das sind Technologien, die er hat. Was? So wenig? Kann das sein, dass er so wenig Technologien hat? Oder sind das Technologien, die wir noch nicht besitzen? Der hat ja technologisch gar nichts. Doch, wir besitzen schon Reiten und Lesen und Schreiben auch und das Rad auch. Was ist das denn? Das ist ja armselig. Der Typ ist ja armselig. Ist ja unglaublich. Er hat mehr Tech. Ja, der hat die Bank, das stimmt. Aber dann wird ja nur ein Teil dort aufgeführt, ist ja doof. Ich hätte noch ein bisschen erkunden können. Ja, das stimmt, das hätte man machen können. So, jetzt nur kurz überlegen, wie fahren wir am besten zu den Zulus? An der Küste entlang, erstmal hoch an der Küste entlang. Aber jetzt warten wir hier.
Zahl. Und Lundi ist auch die Pest. Schade, da wollten wir gerade die Karawane schicken. Ist natürlich nicht gut. In Hamburg? Ach, schon wieder zu viele Bürger da. Ja. Die Phalanx ist aber gleich da. Okay, Greifswald. Das sieht gut aus. Hier kann man kaum noch was machen, außer hier den Dschungel platt machen. Nee, da können wir noch was machen. 2, 4. Oh, das müsste bald was werden. Mhm. Jetzt rüber. Okay. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es reicht, mit einer Ecke an der Küste zu stehen. Wahrscheinlich reicht es ja. Oh, wir können jetzt jederzeit Check Intelligence machen. Ist ja cool. Oh, schon wieder. Nichts als hohle Drohung. Und wir fordern erneut Tribut. Und sie ignorieren es. Ah, ich finde, diese Diplomatie ist schon cool. So. Okay. Irrigation. Und jetzt ist die Frage. Warte mal, das ist der, den wir hochziehen wollten? Brauchen wir den noch anderweitig? Rostock hat einen. Ja, das reicht. Ich glaube, das ist der, den wir hochziehen wollten. Ja, dann begib dich mal dort oben, vielleicht nach Hamburg. Während wir erstmal hier die Karawane abliefern müssen. Und dann direkt wieder zurückfahren. So, und das ist der, den wir jetzt zusätzlich gebaut haben. Und den baue ich nämlich aber für Trier selbst als Befestigung. Und dann brauchen wir auch kein Elvis mehr. Sondern haben wir hier wieder volle Produktion. Wobei, die Stadt braucht jetzt eigentlich... Ich glaube, wir gehen mal hier auf Aquädukt. Und wir brauchen aber mehr Produkt. Wir brauchen noch eine Mine, habe ich das Gefühl. Das genügt hier nicht. Okay. Wir wissen, dass die Ägypter jetzt Musketiere entwickelt können, die Schwarzpulver haben. Das sollte auch unser nächstes Ding sein. So, endlich. Da ist schon Irrigation. Okay. Dann werden wir hier bauen. Und zwar, jetzt nehmen wir mal, weil das immer so stiefmütterlich behandelt wird, gründen wir jetzt Kiel. Berlin wegen des Sumpfes. Ist aber eine Küstenstadt. Geht nicht. Jetzt wird's eng. Schießpulver war die Schwelle. Ja, wir werden sehen. So. Okay. Ja, das dauert hier sehr lange, aber gut. Wir brauchen, glaube ich, als nächstes mal eine Mine. Wir werden trotzdem, glaube ich, auf Kornkammer gehen und dann dort eine Mine als nächstes bauen mit dem anderen Siedler, den wir noch haben. Der bleibt dort. Gehen wir aber noch nicht die Heimat dorthin. Oh! Ah ja, stimmt. Das wollte ich natürlich nicht. Komme ich da runter? 1, 2. Ja, perfekt. 3. So, jetzt ist die Frage. Das Problem ist, Olundi hat wahrscheinlich die Pest abbekommen. Das wird wohl nicht so doll werden. So, das ist der dafür. Der muss einfach nochmal warten. Auf den Siedler da, bis der fertig ist. Die Zulus möchten uns sprechen. Oh. Okay. Stimmt, wir hätten jetzt übrigens einen Vorschlag machen können, fällt mir auf, in den Krieg gegen die Mongolen zu treten. Ah nein! Scheiße! Was macht denn dort eine mongolische Truppe?
Okay, das war's mit der. Das war's mit der Karawane, Leute. Oh. Ja, wir versuchen Frieden zu verhandeln. Ihr habt Frieden mit unseren bösen Nachbarn in Zulus geschlossen. Wir bitten die sofortige Kündigung dieses Bündnisses. Tja, Leute. Was machen wir jetzt? Wir sind ja mit denen immer noch im Krieg, ne? Ist sowieso merkwürdig. Okay, niemals. Nichts als hohle Drohung. Ui! Jawohl! Frieden! Großartig! Unsere Karawane lebt! Wir haben Glück gehabt. So, hier wollten wir eine Mine bauen. Hier Irrigation. Okay. Und du sackst nachher die Einheiten ein. Kannst schon mal reingehen. Wir warten noch auf den Siedler. So, der kann da jetzt nicht mehr viel machen. Ich würde sagen, wir erkunden mal die andere Seite. Wäre die Karawane sich jetzt da vorbei sneakt. So, der Siedler ist auch fertig. Das ist gut. Das heißt, der kann jetzt aufs Schiff und damit geht's los. Ja, Wahnsinnsdiplomatie, das stimmt. Warte mal, was habe ich jetzt den. Was ist mit der Phalanx da? Habe ich jetzt eine Phalanx oder die falsche eingeschickt? Bremen baut den Marktplatz. Das ist gut. Oh, Travemünde gibt jetzt schon mal ein Einkommen. Na, das lohnt sich ja richtig. So, wir haben gesagt, wir brauchen dringend hier das Aquädukt. Was ist denn hier plötzlich die Produktion so abgesemmelt? Da können wir aber im Moment nichts machen. Was ist das jetzt hier für eine Phalanx, die ich da hingeschickt habe? Ist da jetzt. Nee, die ist mit drauf. Steuern senken? Oh ja, warte mal. Wir sind bei 25,17. Oh ja. Guter Hinweis. Wir gucken mal bei 40. 2017. Ich denke, das ist okay, dass wir mal ein bisschen was aufbauen hier. Wir wollten die da hinschicken. Ah, nee, das war, glaube ich. Ah, warte mal. Die war dazu da. Richtig. Ich erinnere mich. Die wollten wir auch darüber schicken. Aber wisst ihr was? Wir brauchen hier sowieso eine. Befestigen wir die mal. Dann haben wir, glaube ich, wieder eine Zufriedenheitsstufe über, aber wir können hier nichts mehr machen, Sinnvolles. Oh, na gut. Das ist wahrscheinlich noch besser als alles andere. Na, okay. Also wir könnten hier noch den Sumpf wegmachen. Dazu bräuchten wir irgendwann einen anderen. So, was gibt es denn hier noch Sinnvolles zu tun? Also, Truppen eher nicht. Wir haben nur eine Produktion. Das bringt alles gar nichts. Wir sollten vielleicht mal irgendwann Kornkammern hier haben. Marktplatz? Ja, das stimmt. Das könnte man machen, ja. 77 Runden nur. Da ist eine Phalanx. Die müssen wir dann der neuen Stadt irgendwo übertragen. Müssen wir gucken, wo die sich befindet. So, in Travemünde haben wir jetzt ein neues Schiffchen. Und wir müssen gucken, was Travemünde jetzt machen soll. Produktion ist gut in Travemünde. Hier war der Vorschlag, einmal einfach auf irgendwie was zu gehen und dann zu wechseln. Das war eine Idee. Ich glaube, das Gebirge selbst, kann man das bewirtschaften? Weiß ich gar nicht. Kann ich gleich mal gucken. Wir könnten hier.
Ja, Karawane ist, glaube ich, von der Kleinstadt nicht so sinnvoll. Dann würde ich sagen, wir können das ja mal machen. Wir starten einfach mal hier was und wechseln dann, wenn irgendwas Sinnvolles da ist. Wobei, hier muss ja auch wirklich noch ausgebaut werden. Aber da ist schon ein Siedler zugange. Okay, wir gucken mal ganz kurz aufs Gebirge. Ja, tatsächlich. Ein Meer. Während Hügel mit der Mine bringt halt drei mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Also es ist nicht so dolle. Stadtmauern wegen Piraten. Ah, ich weiß nicht, ob die Piraten so gefährlich werden, dass die Stadtmauern nötig sind. In Hamburg würde es sich lohnen, den Sumpf in Wald zu verwandeln. Das stimmt, ja. Aber wir haben da gerade keinen Siedler frei. Deswegen ist das schwierig. So, da oben sind wir aktiv gerade. Die Karawane. Ich tendiere fast dazu, obwohl die Phalanx wird das erstmal eine Zeit beschützen können. Oh, was ist da alles los? Vor Ulundi, da tummelt sich die ganze Welt. Müssen wir uns irgendwie vorbeisneaken? So, und jetzt kurz überlegen. Wir hatten, glaube ich, den Spot. Ja, ich glaube, das ist auch der beste. Man könnte noch hier hingehen, dann würde man die Produktion mitbekommen. Nee, würde man Fisch nicht mitbekommen. Auf dem Fluss könnte man sich stellen. Ja. Ja, auf dem Fluss ist wahrscheinlich das Beste, ne? Dahin. Das wäre es im Prinzip. Okay, so. Dann würde ich sagen, erkunden wir die Küste auf der anderen Seite mit dem Ding weiter. Ein höher, sagt ihr? Nee, dann kriegen wir den Fisch nicht mehr hin. Das wäre falsch. Der Fisch muss drin sein. Der ist nämlich sehr, sehr gut. So, da wollen wir Irrigation haben. Warte mal, die Flüsse selbst sind natürlich auch attraktiv, ne? Aber da ist die Produktion mit drin, dann gehen wir da zuerst hin. In Trier ist die Bevölkerung mal wieder gewachsen. Dann nehmen wir den mal weg. 450.000 leben da jetzt schon. Wahnsinn. Greifswald baut jetzt die Karawane. Okay. Gut. Greifswald, starke Produktion. Zufriedenheit gerade so kompensiert. Dann würde ich sagen, bauen wir nochmal eine Phalanx hier hin. Oder. Ja. Könnten auch hier Kasernen bauen, aber so viel benötigen wir eigentlich nicht. Kostet alles nur Geld. Unnötig. Hier war das, wo wir überlegt haben, ne? Mit 60. Oder wir brauchen gleich die nächste Karawane hinterher. Könnte auch möglich sein. Ich meinte 10 Runden. Bringt halt Geld auf Dauer. Ist vielleicht sinnvoller als alles andere. So, kriegen wir die endlich irgendwo da mal da an? Oh, da ist so. Oh, da war noch niemand auf dieser Insel. Oh, crazy. Leute. Leute, das heißt, eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir zurückfahren. Wo waren wir eben in Greifswald? Passt auf, wir machen das folgendermaßen. Wir bauen hier eine Miliz und eine Phalanx. Wir könnten auch einen Siedler bauen. Das stimmt.
Ja, wir bauen hier einen Siedler, der da noch siedeln kann. Das ist gut. Wir fahren noch einmal weiter und dann fahren wir zurück. Wir brauchen dann auch noch eine andere Phalanx im Übrigen. Und hier wird die Stadt gebaut. So, und jetzt ist mal wieder Zeit. Ich würde sagen, jetzt ist es mal irgendwann an der Zeit, weil wir sonst wahrscheinlich keine Binnenstadt mehr kriegen für Berlin. Es war jetzt so eine Art Kolonie, aber okay. Mit dem Siedler wird aufdenken, nee, wir schicken noch eine Einheit mit. Wir müssen beides bauen. Okay, wir starten hier mit. Wir starten. Oh mein Gott, wir haben ja überhaupt gar keine Produktion. Ah, starten wir mal so, das ist doch super. 2. Du bleibst da zur Sicherheit. Und hier haben wir jetzt für Rostock eine Mine. Das ist doch schon mal gut. Dann nehmen wir das mal darüber. 4 Produktionen. Das lassen wir, das ist gut. Okay, jetzt mal kurz überlegen. Leipzig hat jetzt eigentlich. Hier sind wir eigentlich gut dabei. Also, so schnell wächst. Die Stadt wächst ja gar nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ach so, deswegen hatte ich es auch dort, damit sie wenigstens ein bisschen wächst. Ach ja. Ja, da gibt es jetzt keine bessere Möglichkeit. Ich würde schon sagen, das sollten wir so lassen. Rostock. Entschuldigt. ja. So, wir hatten aber gesagt, in Trier wollten wir gerne noch eine weitere Mine haben. Und das machen wir dann mit dem Siedler, würde ich sagen. Den bringen wir dann dahin. Hier habt ihr gesagt, eine Brücke über den Fluss, das ist auch eine gute Idee. Und ja, jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem, wie wir die Karawane irgendwo hinbekommen. Ich würde sagen, die Karawane können wir doch diesmal versuchen, mal hier nach Theben oder nach Memphis zu bringen. Das ist auch eine ordentliche Reichweite. Bringen wir die erstmal nach Bremen. Ja, du läufst ja da unfassbar clever nach Bremen. Die Einheit in Hamburg dort heimisch machen, dass Rostock entlastet wird. Ja, das Problem ist, Hamburg hat nur 2 Produktionen. Das finde ich, wenn wir da jetzt noch eine raufhauen, das ist schlecht. Okay, so, jetzt bin ich mal gespannt. Die Stadt hat nur 4. Da lohnt sich auch gar keine Karawane, oder? Ich glaube, die Zulus sind keine so tollen Handelspartner. Die wollten wir. Oh, da ist sogar Kohle dahin. Oh Gott, was geht denn jetzt hier ab? Wow. Ich würde sagen, Greifswald ist auch fast durch. Wir werden noch hier einmal Irrigation machen und dann können wir den Siedler auch mitschicken. Öl? Nee, das ist nicht Öl, das ist Kohle. Öl gibt es nur im Dschungel oder im Sumpf, glaube ich. Oder Wüste, ja. Was ist in Trier los? Was willst du mir sagen? Trier ist so alles in Ordnung, oder? Na gut, ziehen wir das jetzt durch mit unserer Karawane oder suchen wir noch einen besseren Spot? Nee, ich würde sagen, wir machen das. Okay. Gewinn 16. Und wir haben eine Handelsstraße. Wo kam die her? Die kam aus Trier, ne? Wir gucken uns das mal an, ob das jetzt schon was bringt, dauerhaft. 2 pro Runde, das ist doch in Ordnung. Damit bin ich zufrieden. Was ist das für ein Riesenkontinent? Das ist ja der Wahnsinn. So, da haben wir jetzt eine Straße rüber gemacht und wollten hier vorne Irrigation. Und da soll es eigentlich zu den Ägyptern gehen.
macht aber Schwierigkeiten. Wir sind schon im Jahr 420. Also vor der Zeit sind wir technologisch, naja, eher nicht, ne? Na, so ein bisschen. So, ich denke, ich kehre jetzt mal zurück langsam. Wie weit sind wir hier? Ja. Wir müssen von irgendwo auch noch eine Phalanx bekommen. Ich glaube, Rostock baut aber gerade eine. Ja, perfekt. Okay. Rostock haut einfach die Phalanxen raus, eine nach der anderen. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir sie nicht überlasten. Ich fahre langsam zurück. Hier erkunden wir mal die andere Küste, was wir hier noch so sehen. Jetzt versuche ich es. Nee, wir gehen noch mal einen weiter. Rostock, habe ich gesagt? Nein. So, die Ägypter haben Physik schon. Okay. Sind sie uns auch voraus? Ja, das soll auch aufs Schiff gehen. Und wir machen, glaube ich, sogar weiter mit der Phalanx. Gut. Ja. Kiel wächst langsam. Hat aber natürlich keine Produktion, bis wir dort die Mine haben. Wir können nicht einfach so Wissen tauschen, meines Wissens. Das geht hier in dem Spiel nicht. Wir müssen einen neuen Diplomaten hinschicken, um irgendwas zu starten. Oh! Die Oberbösewichter dieser Partie haben wir getroffen. Ja, da ist er. So, nichts als hohle Drohung. Krieg! Okay. Damit wissen wir Bescheid. Mal gucken, aber sie sind Gott sei Dank weit weg und wir verkrümeln uns jetzt auch erstmal. Und hier wollten wir zurückkehren. Und hier wollten wir eine Mine machen. Und du solltest aufs Schiff. Und hier machen wir endlich mal Go-To hierhin. Ja! Ihr Lieben, ich würde mal sagen, mit dem Treffen der Russen haben wir einen dramatischen, naja, einen gewissen Höhepunkt erneut wieder erreicht. Die Spielführer hier vermutlich in dieser Partie, diejenigen, die alle Zivilisationen plätten, nach uns. Und genau an dieser Stelle werden wir dann das nächste Mal fortsetzen, nämlich am nächsten Dienstag. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Stalin hat nur eine schimmlige Miliz. Wir gucken auf jeden Fall nochmal uns die Statistiken an. Und zwar, ja, unsere Statistiken können wir auch mal reinschauen. Das sind unsere schönen Städte, die wir gegründet haben. Wir sehen hier, die erste Zahl ist der Überschuss, die zweite Zahl ist die Maximal- oder die Gesamtproduktion. Wir sehen sehr schön Trier, 10 Produktion, das ist ordentlich. 8 in Bremen. Rostock 6, Travemünde, Greifswald jeweils auch 7. Sehr, sehr gut. Was die jeweils bauen. Dann haben wir unsere Einheiten hier. Mhm. Ups, was war das denn? Das zweite. Ah, unsere Verluste, die wir erlitten haben bislang. Eine Miliz, 2 Phalanxen. Die Phalanxen haben wir an amerikanische Siedler. Okay, hier sehen wir den Geheimdienstbericht. Wer mit wem im Krieg ist. Wir sind im Krieg nur mit den Russen inzwischen. Die Ägypter sind mit allen im Frieden. Spannend. Das ist die Bevölkerungsübersicht. So, 24,17 im Moment, das Einkommen. Mhm.
Okay, Religion haben wir bald durch. Das sind die gebauten Weltwunder, zumindest zum Teil. Wir gehören dort noch nicht zu, traurigerweise. Und das sind die fünf größten Städte. Vorne ist Heliopolis und Ürix. Also die Ägypter sind stark im Bevölkerungswachstum. Wow. Schaut mal, wie glücklich die dort auch sind in Theben. Unglaublich. Ja, was können wir noch angucken? Die Zivilisationspunkte, die wir bisher erreicht haben. Das ist aber wenig ausschlaggebend. Außer wenn man auf Score spielt. Die Weltkarte, das ist allerdings auch ganz nett, mal sich anzugucken. Ganz schön, es gibt so ein Binnenmeer. So eine Art Mittelmeer. Und die demografischen Daten. Ah, jetzt sehen wir auch die anderen. Okay, Zufriedenheit, naja, ist nicht so unsere Stärke. Die Ägypter liegen da vermutlich vorne, weiß man nicht. Bevölkerung, da sind wir gut. Aber schaut mal, wir haben nur die Hälfte der Bevölkerung der Ägypter. Oh mein Gott. Einnahmen. Schaut euch das mal an. 36 Millionen gegen 178 Millionen. Oh mein Gott. Warenproduktionen sind für einigermaßen gleich auf. Landfläche Nummer 3. Lesen und Schreiben Nummer 2. Das ist, glaube ich, Forschung. Da kommen wir, da halten wir ganz gut mit. Die Ägypter sind da auch vorne. Krankenstand 28, 10. Lebenserwartung, die zweiten Ägypter sind vorne. Familiengröße sind wir vorne. Militärdienst. Unser Militär ist das Schwächste. Jahreseinkommen sieht ganz gut aus. Produktivität auch. Also man muss sagen, ich glaube gar nicht, dass die Russen, die Ägypter scheinen mir, gut, wir sehen jetzt nur die Ägypter, ne? Aber wenn ich mir das angucke, wo die Ägypter Erster sind, beziehungsweise wir Zweiter und die Ägypter vor uns, würde ich dazu tendieren zu sagen, die Russen sind überhaupt nicht die Stärksten auf der Karte, sondern die Ägypter sind die Stärksten, ja. Stimmt, die Ägypter haben, nein, haben die Demokratie? Ne, die haben Republik, ne? Ne, hier kann man das nicht sehen. Das war hier. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Egal. Ich glaube, die hatten eine Republik. Ja, die Monarchie hindert uns. Ja, zumindest beim Einkommen. Bei anderen Fragen hindert sie uns nicht, ne? Das ist so eine Sache. die haben Republik, ja. Tja. Sagen wir mal so, wir haben eigentlich möglicherweise nicht die Staatsform für die Strategie, die wir fahren. Das ist ein Argument, ja. Man müsste sich mal genau angucken, was passiert, wenn man jetzt auf Republik gehen würde oder auf Demokratie. Dann könnten wir gar keinen Krieg mehr führen, im Übrigen. Ja, das sind Entscheidungen, die wir das nächste Mal treffen müssen. Man kann natürlich auch sagen, man bereitet sich jetzt auf einen Krieg vor. Wäre auch eine Möglichkeit, um jetzt den Ägyptern hier Paroli zu bieten. Das ist eine Abstimmung, die wir das nächste Mal dann treffen werden. Vorher sollte ich auf jeden Fall sichern.